Was geht, Freunde? Oha. Reason to live. So, moin, 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 moin. Hoffe, euch geht's gut. Schönen guten Abend. Salam, salam, salam. Ich glaube, das ist hier vielleicht doch ein bisschen fehl am Platz. Aber ich will es irgendwo hinhängen, wo ich es sehen kann. So. So. Moin, moin, moin. Wir gehen natürlich heute rein ins Live-Event von Fortnite. Wir gehen natürlich da rein, ist ja klar wie Kloßbrühe, Digga. Das ist ja so klar wie Kloßbrühe, Bro, aber auf einem anderen Universum. So, mal gucken, wie viele Leute sind gerade auf der Mission Impossible? Das habe ich noch gar nicht geguckt. Oh, 13.264 Leute, das ist aber sehr großzügig. Stößchen aufs Möschen, Küsschen aufs Nüsschen, Kuss auf die Nuss. Ah! Ich habe den Trailer schon gesehen, ja? Ich muss dazu aber auch sagen, erstmal wie immer standardmäßig zur Begrüßung ein Forts und dann standardmäßig auch erstmal zur Begrüßung natürlich selbstverständlich ein kräftiges Moin Moin in den Chat. Bitte, danke. Ein kräftiges Moin Moin in den Chat. Ein kräftiges Moin Moin in den Chat meinerseits und ein kräftiges Moin Moin in den Chat von euch. Das ist aber echt schon ein hoher Kragen. So, wir gehen in den Subscriber-Modus rein. Mods, Titel ändern, Live-Event. Mods, sofort arbeiten, sag ich. Okay, dankeschön. Also, meine persönliche Meinung zum Fortnite-Trailer, der ja schon geleakt worden ist, zum Chapter 5. Jetzt kein Weird Flex an der Stelle, aber ich wusste zu 95% schon alles. Also ich wusste schon eigentlich so gut wie alles, was in dem neuen Chapter passiert. Aber ich durfte euch das natürlich nicht sagen, weil das im Vertrauen mir erzählt worden ist. Wo ist das ein Flex? Ja, dass man sagt, jo, das wusste ich schon vor euch, das meine ich. Am Ende des Tages müssen wir gucken. Also ich hatte auch gerade mit einem Epic-Mitarbeiter geredet, jemand, der da tief verwurzelt ist bei Epic Games. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wieso lässt ihr nicht einfach die OG-Map drinne? Oder warum lasst ihr die Map, also warum bleibt ihr nicht? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, und dann? Also auch irgendwann wird das für die Leute uninteressant. Die Leute wollen Content, die Leute wollen etwas Neues. Er meinte zu mir, und da hat er vollkommen recht, vor 3 oder 4 Jahren, als Fortnite draußen war, da war so ein Update mit ein paar neuen Sachen voll befriedigend für die Leute. Heute sind die Leute auch Updates verwöhnt. Na? Deswegen verstehe ich das schon, dass Epic Games jetzt etwas Neues mit reintut. Oder ein neues Chapter startet. Die OG-Map kann man immer wieder rauskramen. Aber wenn die OG-Map jetzt irgendwie für ein Jahr dauerhaft drin ist, wird sie auch in einem halben Jahr nothing special sein, wenn sie dann wiederkommt.
Ich bin auf jeden Fall gespannt wie ein Flitzebogen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bin auf jeden Fall sehr gespannt wie eine Wäscheleine. So. Danke erstmal. Hast du dir den Eminem-Skin geholt? Nö, habe ich mir ehrlicherweise nicht geholt. Aber ich will mal gucken, was ich mit Support the Creator gemacht habe. Und den Slim Shady-Emote auch nicht. Und ich sag euch auch warum. Okay, ich werd euch sagen, warum ich mir den Skin nicht geholt habe. Ich hole mir eigentlich keinen Skin in keinster Art und Weise mehr in Fortnite. Und das ist nicht etwas, was ich euch per se ans Herz lege. Aber seit sie OG-Skins wiedergebracht haben, haben die Skins für mich einfach an Bedeutung verloren. Ich hole mir gelegentlich schon nochmal was im Itemshop, wenn es Dinge sind, die ich geil finde oder die irgendwie, die ich mir vergessen habe zu holen. Aber den Slim Shady oder den Eminem mir jetzt zu holen, brauche ich nicht. Also wüsste ich nicht, warum ich mir den kaufen soll. Kommt eh noch 10-mal wieder rein, ja, selbstverständlich, Digga. Na, selbstverständlich kommt er noch 10-mal wieder rein. Wie wert wie Travis selten? Kann sein, glaube ich auch nicht. War ein Monteskin, das wird nicht passieren. Hast du dich schon eingeloggt? Ja, ich bin in Fortnite drin. Guck mal, ich gebe euch da ein ehrliches Feedback, okay? Ich war auch mit Epic Games in Gesprächen, beziehungsweise mit meinem Ansprechpartner, den ich dort habe. Und das ist auch okay für mich, das respektiere ich zu 100%. Auch wenn Onkel Monte seit nun einigen Jahren kein riesen Shitstorm mehr hatte. Klar, die Diskussion jetzt mit Leroy waren beefmäßig und ein paar andere Kleinigkeiten waren ja schon noch am Start. Aber ich meine jetzt so krasse, riesige Shitstorms, wie damals mit Malta oder mit dem NFT-Kram. Dinge, die ich auch wirklich bereue und wo ich Fehler gemacht habe. Das ist jetzt ja alles schon mehr als 2 Jahre her. Oder das eine knapp 2 Jahre, das andere noch länger. Ich habe mir nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Und viele Werbepartner realisieren, was Montana Black eigentlich für eine krasse Marke ist und was für eine Macht die hat, auch durch Gönnergy jetzt. Aber Epic Games ist halt einfach so ein family-friendly Unternehmen, auch mit Werbepartnern oder mit Partnern, die sich da noch einkaufen oder Werbung buchen in Fortnite selber drinne. Und diese graue Wolke mit meinen Shitstorms, was zwar schon 2 Jahre in der Vergangenheit ist, ist, wenn ich das Epic Games Gebäude betrete, ist diese graue Wolke immer noch über meinem Kopf. Und das ist okay. Das ist kein Problem für mich. Ich hätte mich natürlich gefreut, irgendwann auch mal wirklich exklusiv was mit Epic zusammen zu machen, aber wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere Tür. Das ist okay. Okay, aber Eminem ist auch nicht brandsafe. Ich sag mal so, Bro, also ich denke schon, dass ich eine Nummer bin, auch in Deutschland, aber mich jetzt gleichzustellen mit Eminem, ne? Geiler Song, Mann. Set to... Ich muss mal kurz mal Fußballergebnis gucken. Mm-mm.
Es ist ein heruntergeladener Song. Jo, den gibt es nicht bei Spotify. Ich liebe diesen Song. Alleine, also der Beat. Der ist ja Getting Money Still Set to Beat. Das ist ja der Beat, der Instrumental. Oh. Ich liebe diesen Beat. Der Beat ist so gut geworden. Plus, Digga. Der Beat ist so eine Bombe, Digga. Ist von Evanescence, ja. Der Beat ist echt eine Wucht. Gehen wir schnell rein und gucken uns nochmal ein Video an. Die Zeit haben wir ja noch, bis das Live-Event am Start ist. Wie gesagt, ich bin hier schon in Fortnite drin, wie ihr sehen könnt. Gucken wir uns noch auf schnelle Welle an. Von Hungriger Hugo, es wird scharf geschossen, right? Er war lange weg, doch jetzt ist er wieder da. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Hi. Hi. Was macht der eigentlich, Digga? Wie hieß der nochmal? Emra, ne? Macht der überhaupt noch Content? Den habe ich ja ganz vergessen, Digga. Emra mit H. Der ganze Kanal ist ja weg, oder? Der hat den ganzen Kanal geschlossen. Okay, interessant. Hey, ja, was kann ich erzählen? Ich kann euch eine Sache sagen, mir geht's so gut. Also es klingt vielleicht cheesy oder so, aber ich fühle mich wie neu geboren. Ich habe so viel gelernt in der Zeit, so viel an mir selbst gearbeitet, Erkenntnisse gewonnen. Auch wenn es vielleicht irgendwie kitschig klingt, das war für mich ein richtiger Schritt nach vorne. Ich habe so viel verpasst. Paluten ist Vater geworden, das habe ich auch auf Twitter gesehen. Das ist das Geilste, was mir in meinem Leben jemals passiert ist. Tanzwort habe ich auch mitbekommen, dass er Brokey ist. Oh Mann, es weiß einfach hier. Jeder Scheiße. Brokey Mokey, finde ich verdient. Das Einzige, was ich gerade eben im Chat gelesen habe, war, jemand hat geschrieben, ich wickel vor Freude. Ich distanziere mich. Viele unten beschweren sich über sie, viele lieben sie. Mit einem tosenden Applaus die letzte Reihe in... Ist natürlich sehr korrekt, dass Simon wieder da ist, egal in was für einer Phase da war. Ist natürlich wichtig und richtig, dass er da an sich gearbeitet hat. Und er ist auch genau zur richtigen Zeit wiedergekommen, im Dezember, Digga. Tschitsching. Also, bestes Timing, sage ich. Der Schule. Ich bin ein Ausländer, unsere Namen sind die Markenzeichen. Darum wechselt ihr die Straßenseiten, denn ich bin ein Ausländer. Wer hat die Sitzordnung gemacht von euch? Digga, mach, das geht gar nicht. Willst du, dass ich da unten noch Leute prügeln? Ja. Wer ist das? Neun. Zwei. Oh. Wer war das? Mehr. Oh mein Gott, das ist Mert. Und wie sie es jetzt... Digga, Rohr, das ist in der schlimmsten Ecke. Guck mal, Mert, Medi, Willi, alle sind da. Das ist die Ausländer-Ecke gewesen. Wir haben die... Special Round gewonnen. Letzte Reihe ist wie in der Schule, macht ein paar Faxen da. Nerven die ja, ne? Nein, das nicht. Amar, alle Ausländer sitzen in einer Reihe. Warum hast du das wieder gemacht? Ich sitze hier nur mit den Deutschen. Ich würde gerne mit meinen Jungs sitzen. Die hintere Reihe ist Mert. Edis. Daneben. Das kann ja was mit den beiden werden beim Ski-Event am 17.12., Digga. Rohat. Rohat auch wieder direkt Verhütungsmittel auf den Kopf mitgebracht. Super. Und dann Abu. Da.
Die letzte Reihe macht ihrem Namen wieder alle Ehre. Hier sitzen wieder die Asozialen und Schulabbrecher. Ihr Verhalten verängstigt und belästigt ihre Mitspieler. Was ist denn hier mit den Allergajutissen? Was macht ihr hier? Mir ist Nuss gegeben, mir ist richtig schlecht. Nuss? Er wollte. Jetzt wird mir schwindelig, Digga. Kommt nach Hause gehen. Nein. Sascha sieht so ungewohnt im Tanktop aus. Ja, bitte. Und da unser Held nicht gehen durfte, musste er sich einen anderen Weg einfallen lassen, das Event zu verlassen. Wenn ich mir jetzt Hex runterlade und reinziehe, hätte ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich könnte sofort nach Hause. Ich würde nie wieder eingeladen werden. Hier nicht hoch, hier links nicht hoch. Nicht hoch. Hast du das gerade? Mann, verpiss dich! Hast du's? Mann, Digga, einfach auf den Dicker! Junge! Bibi, hallo. Da ist das Leaderboard. Da ist Rohat. Bro, Rohat sieht so quatschig aus, wenn der läuft. Der läuft. Damn, boy. Sick. Ich lauf nicht so. So läuft wenn schon Abu. Du hast in jedem Event dabei und ich habe noch nie diese Top 10 gesehen. Sei es beim Fußball oder sonstigen. Doch, heute beim Wettessen. Was denn? Hä, bei der Food Challenge? Jeder hat davon gehört, ob bei KuchenTV oder bei anderen. Was ist da mit Leroy los? Viele haben das ja vielleicht mitbekommen. Leroy ist ja jetzt sehr oft negativ aufgefallen. Ich möchte mir jetzt tatsächlich ein eigenes Bild davon machen. Ich sag euch ehrlich, Chat, mir ist das alles so scheißegal. Ich bin einfach nur hier fürs Drama. So, dann gehen wir für Kevin jetzt. Ja. Ja. Es ist auf jeden Fall deutlich entspannter, wenn man nur Zuschauer ist des Dramas, als im Drama involviert zu sein. Also habe ich mir mal sagen lassen. Also ich bin ja jetzt auch nicht der Experte auf dem Gebiet. So viel Drama gab es um mich als Person nicht. Aber gut. Ne? Sure. Direkt rein ins Drama. Diese beiden wollten dich in eine Falle locken. Ich weiß nicht, was dieser Benjamin Blümchen da neben dir will. Der war nicht mal beim Dreh dabei. Dieser Benjamin Blümchen da neben dir will. Aber jetzt mal eine ehrliche Frage. Was ist, also jetzt nicht böse gemeint, aber was ist denn an dem Diss Benjamin Blümchen so krass? Also ich empfinde Benjamin Blümchen als etwas sehr Cooles. Also ist ja was Süßes. Also eigentlich... Nur weil es Manuelsen ist, oder was? Auf den keiner traut sich was gegen Manuelsen zu sagen. Ja, aber wäre dann nicht eher auch beispielsweise so, wie er zu mir gesagt hat, der Goofy? Also Goofy ist ja dann deutlich, Goofy sagt man ja so als bestimmt so Idiot. Beispielsweise. So der Goofy, so wie Idiot, aber hinter Benjamin Blümchen kann ich mir gar keine Beleidigung vorstellen, so mäßig. Du lieber Elefant! Nein! Ansage gegen Manuelsen! Nie wieder in NRW machst du einen Auftritt, Leroy. Digga, hat er nicht gesagt! Was geht denn jetzt ab? Hat Manuelsen dazu schon Storys gemacht? Benjamin Blümchen kommt. Hat Manuelsen das wirklich bei sich in die Story reingetan? Das Fake, by the way? Okay, gut. Ich wollte gerade sagen. Okay, gut. Morgen bei dir vorbei, dann kannst du mich in mein Gesicht so nennen. Jamignac, du Kalb. Herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe von The Great Fight Night. Hier ist Trimax! Deutsche DNA-Wei. Moin Leute, Trimax hier. Da kommen jetzt zwei Leute, die ich persönlich selber sehr, sehr gerne mag. Der eine vertritt seinen Bruder, der andere boxt gerne mal mit einer Baseballkeule irgendwelche Tische kaputt. Ist er wirklich mit dem Baseballschläger reingesteppt, Digga? Alles. Geiler Song. Und oh! Für Fortnite. Jetzt mich ab. Richtig, ja, Kappa. Jawohl. Ja.
Aber man kann, wir alle sitzen jetzt hier und machen uns darüber lustig, was er für einen auf die Schnauze bekommen hat. Aber am Ende muss man sich auch überhaupt erstmal trauen, sich in den Ring zu stellen und überhaupt zu kämpfen. Also klar, es dient so ein Kampf am Ende zur Belustigung für alle, wenn jemand dann auch auf die Fresse bekommt. Aber Respekt einfach an Noah, dass er sich überhaupt getraut hat, in den Ring zu gehen. Viele von uns, die jetzt lachen, hätten noch Dollar einen auf den Deckel bekommen. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ja, aber er hat schon mies kassiert, das muss man ihm lassen, ja. Gewonnen hat Stemmler! Meinen größten Respekt. Unfassbar wenig Vorbereitungszeit gehabt. Du hattest noch Fieber. Den Mann ging es wirklich nicht gut. Er hat sich aber trotzdem hier hingestellt. Der nächste Kampf ist Jan Schlappen versus Chef Strobel. Jan Schlappen im Übrigen auch bei meinem Event am Start. Chef Strobel auch. Noah auch. Niki auch. Also alle vier Kämpfer, die ihr da gerade gesehen habt, sind alle bei mir beim Weihnachtsevent am 17.12. am Start. Einmal zur Urteilsverkündung. Der Sieg geht an Jan Schlappen! Wen würdest du am liebsten in die Fresse boxen? Oh, von allen Influencern. Boah, ich glaube KuchenTV. Oh mein Gott. Aber ich glaube, das wäre... Egal wen in ganz Deutschland in die Schnauze hauen. Wer wäre es? In die Schnauze hauen. Oh Gott, der Edith, Alter. Oh Gott. Dicker, dieser Filter. Oh Gott. Im Übrigen auch beim Event dabei, der Tomatolix, ja? Gibt's viele. Gott. Das halt ihr nicht aus, Digga, dieser Filter. KuchenTV. Das ist der zweite. Jetzt ist er wirklich Schluss. Haben wir Breitenberg. Natürlich mag er das, mein Freund. Wir haben auch einige Interviews vorbereitet. Letzugo und sein Freund. Warum? Er hat mich warum genannt. Digga, wie ich erstmal gelacht hatte, Junge. Was hast du wirklich? Wie heißt er nochmal? Wie heißt er nochmal richtig? Stand das da nicht eben? Wichtiger Kevin? No. Hier mit Working? Hallo? Einen Moment bitte. Einen Krabbenburger bitte. Walla, ich schau die gleich, ne? Ich hab den Wetter verloren, sorry. Er hat gesagt, Walla, ich schau die gleich, Alter. Hab ich mit ihm gerade geredet? Das ist doch hungriger Hugo, ne? Das ist doch hungriger Hugo, oder? Komm mal kurz, kannst du Hugo gewesen sein? Das war Hugo, ne? Kopf an Ausdrücke. Hugo ist zu Sydney gegangen und hat den Bananengleiter ausgewählt. Das war ich nicht. Das war Hugo. Und jeder hat es gesehen. Bei Willi hab ich's gemacht. Bei Willi hast du es gemacht? Ja, aber weil die sich immer drüber... Was? War Sid wirklich sauer oder hat er nur gespielt, dass er sauer war? Was daran so schlimm? Naja, weil man ja als rassistische Beleidigung bei schwarzen Leuten sagt, dass die Banane und so gespielt. Ja, habe ich so fast schon gedacht. Würdest du sagen, ich habe einen Bart? Hoher Lippenbart. Mhm. Und unten hast du ein bisschen Gewächs. Ein Gewächs ist krass. Kannst du nicht sagen, Gewächs? Hier am Kinn fehlt ja die Mitte schon allein. Okay, wer im Klapshaus sitzt, sollte nicht mit Stein schmeißen, aber Gewächs ist schon echt. Was würde er bei dir sagen? Weiß ich nicht. Fangen wir jetzt an mit der Auslosung. Edis ist der erste. Flix V2. Die zweite Version habe ich bekommen. Flick. Ah, da sind die doch. Ja, genau. Olem Flick, du bist erst. Darfst du schon Fortnite spielen? Olem Flick, darfst du schon Fortnite spielen? Letzte Runde. Last Round. Okay, du lootest immer irgendwie so wie ein Dummkopf. Den nennst du Dummkopf, ne?
Komm hin! Let's go! Leg die Schindel an, ich fick dein Minecraft! Was sagst du davon, dass du von einem NPC wie von mir gesniped worden bist? Das war kein Snipe. Ich hab dich gesniped, Bro. Tu jetzt nicht so. Mach jetzt nicht diese Filme. Ja, war krass. Ja, stark. Bleib bei Minecraft, Bruder. No, du hast mein Game. Das geht nicht. Du hast gesagt, geh mal weg mit deinem Minecraft-Scheißdreck oder so hast du gesagt. Das geht nicht. Okay, Abi, du hast recht. Tut mir leid. Gutes Video. Kann man sich gut reinziehen auf jeden Fall, ja? Lieber macht er davon, das ist jetzt ja kein hochgradig aufwendiges Video, aber schon aufwendig, aber lieber macht er davon 2, 3, 4 Stück im Monat, anstatt alle 3 Monate ein ultra aufwendiges. Wisst ihr, wie ich meine? So, ich muss jetzt nochmal 2 Nachrichten schreiben. So, sorry, ich muss meinem Geschäftspartner kurz eine Nachricht schreiben, weil ich da noch was im Kopf hatte. So. Okay, super. Hörst du privat auch mal Rammstein oder ähnliches? Wenn mir nach einem Rammstein-Song ist, dann höre ich auch einen Rammstein-Song. Ja, klar. Selbstverständlich. Okay, Chat. Ich kann schon keine Runde mehr zocken. Es ist schon deaktiviert. Schmeckt dir Müllermilch? Ich trinke keine Müllermilch, nein. Es ist schon deaktiviert, Digga. Rank geht theoretisch gesehen noch. Ist das so? Nee, auch nicht. Nee, ist alles aktiviert. War ja angekündigt ab 5:30, ja, aber es war 5:05. Ne, kann man nicht mehr zocken. Doch, Rank geht noch. Rank geht noch. Okay. Okay. Das heißt, wir werden jetzt... Ist es Trio? Oh, scheiß drauf. Ist das Trio? Oh Gott. Ist das, kann man hier nicht ranked solo oder was? Geht solo nicht mehr? Doch. Okay. Ist wieder Trio. Egal, scheiß drauf. Egal, wir spielen nicht mehr. Wir spielen einfach nicht mehr. Fuck drauf. Wir spielen einfach nicht mehr. Wir gehen mal kurz in die Mission Impossible rein. Stell doch um. Nee, ist egal. Scheiß drauf. Ist egal. Bilal, kommst du nicht klar, weil du das erste Mal in deinem Leben Stöhnen gehört hast, oder? Du hast doch Tweet gemacht, du spannst. Ja, das ist klar, aber du redest seit einer halben Stunde. Seit du im Stream bist, redest du über das Gestöhne. Ich will einmal ganz kurz, Chat. Einmal ganz kurz. Neuen Rekord gesehen. Der Rekord ist aktuell bei 8 Minuten 31, glaube ich. Oder? 8 Minuten 41. Schaut mal.
Auf dem Account habe ich alle Steine. Einmal. Nur fürs Gefühl. Einmal nur fürs Gefühl. Nur fürs Gefühl, ich werde es sowieso nicht schaffen. Diesen Sprung, wo alle dran gescheitert sind. Oh Gott. Nee, das ist hier auf meinem Hauptaccount, da kann ich alle Level reingehen, bin ich aber noch nie. Wie muss man den denn nehmen? Okay. Ich glaube, ist das Level, was die meisten Leute gebrochen hat? In der Mission Impossible? Ich glaube schon, oder? Level 3, also Level 3 hat mich auch unfassbar gebrochen. Unfassbar. Oh. Also Level 3 hat mich auch unfassbar gebrochen. Level 5 mit den Bahnschienen, ja, fühle ich. Warte mal. Digga, wie soll man denn da drauf kommen, Alter? Wie soll man denn da drauf kommen, Digga? Ist ja unmenschlich. Oh Gott. Oh Gott. Ist easy, wenn man es einmal geschafft hat. Ja, man muss das Timing herausfinden, ne? Wie ist denn das Timing? Oh, das war aber gar nicht so verkehrt. Wie schafft man die Bahnschiene in Level 5? Nicht runterfallen. Level 3 habe ich bis jetzt 2700 Tone es zu schaffen. Bro, wenn das der Fall ist, Digga, verdienst du einen Orden. Oh Mann. Okay, ein bisschen mehr Sprung. Sprinten und springen und nicht mehr bewegen. Mhm. Na, hat ja gut geklappt, dein Tipp. Mehr springen. Alena, du hast noch einiges vor dir, junge Dame. Du hast noch einiges vor dir. Du hast noch nicht mal Level 3 geschafft, Alena. Du hebst jetzt sofort die verfickte Schere. Ah, hier raus. Schere heben, Alena. Du hast noch einiges vor dir. Du wolltest mit mir um 5000 Euro wetten, dass du die Map schaffst. Ich will doch nur helfen. Ja, alles gut. Danke. Alles gut. Ja, dann wette doch. Ach, egal. Scheiß drauf. Kein Mann. Ja, okay. Ja, ich bin kein Mann, Alena. Okay, die Event-Playlist. Da gehen wir jetzt rein. Was ist denn das hier? The Big... Da müssen wir rein, ne? The Big Bang. Ja, wo bleibt denn jetzt Carsten? Auch mal Stili einladen, sage ich. Trimax kann man auch mal einladen. Aber die machen alle ihr Solo-Ding, glaube ich. Phoebe ist auch da. Auch mal einladen. So. Ist Carsten schon Discord oder was? Ach, Carsten ist schon die ganze Zeit Discord. Ach, Digga, lol. Was geht? Guten Abend, Monty, mein Monty. Na, mein Carsti, mein Carsti. Alles gut? Ja, alles gut. Hab gerade noch eine Runde gemacht und die lief voll gut. Ich hatte voll Bock, jetzt weiter zu zocken, aber Server down. Ja, ich bin auch nochmal ganz schnell in Mission Impossible reingegangen. Da kannst du ja auch später nochmal reingehen. Hat gerade geleckt auf Discord, wie bitte? Ich schreib's dir sonst nochmal bei WhatsApp. In Mission Impossible reingehen. Nee, ich glaube, bei WhatsApp habe ich gerade auch Verbindungsprobleme. Hm. Ich habe heute bei TikTok. Wollen wir schon reingehen in das Event? Also, ich habe gerade versucht, da kamen dann Busse voll, aber kannst du probieren? Ja, ich kann's probieren. Hä? Gut, okay, ich geh mal rein. Oh, Trimax ist sogar beigetreten.
Lul. Ist es wirklich Trimax? Ja, das ist Trimax, klar. Der hat mich direkt geedit. Wer ist Trimax, sein Freund, Chat? Beste Leben. Ja, Trimax, falls du mich in-game hörst, komm doch Discord. Komm doch Discord. Das ist dein Lieblingsdance, ne? Oh ja. Okay, ich guck mal, ob wir reingehen können. Chat, wenn es mal nicht läuft, verkaufe ich meinen Account auf eBay. Einfach mit Monte und Trimax befreundet, der Fortnite-Account. Der wird den ein oder anderen Knaller einbringen. Aber ich glaube, vorher muss ich Särgen löschen, weil ich glaube, das zieht wieder den Preis runter. Safe. Ja. Safe. Ja. Hey, Trimax, was geht? Hey, was geht? Ja. Na? Hey, Trimax! Alter, wie krass, dass ihr beim Live-Event dabei seid. Nur wegen Eminem seid ihr hier, ne? Nee, ich ja, natürlich. Auf den. Was? Ja, Digga, Monte, Alter. Nee, ist doch so, das ist nicht mal ein Upload-Wert, weil die Musik Copyright ist. Eminem ist Liebe. Aber was ist, jeder Künstler, der kam, hat bisher einen neuen Song gebracht. Ja, solider Punkt. Nein, ich freue mich schon auf das. Eminem, neuer Song, wäre naja, krank klar. In Fortnite. Ich war mal mit drei Pros noch mit dabei. Was machen wir da? Die haben Pech. Irrelevant. Okay, ich sag dir Bescheid. Ja, nein, Mann. Spaß. Kannst doch auch mit denen in die Gruppe gehen. Boah, so ein, die wissen nicht, wer Eminem ist, Mann. Ja, das scheiß, dann scheiß wirklich auf die. Ich ja, sag zu dir jung. Das, okay? Ja, ja, ja. Ich sag dir das. Ja. Zu gleich. Jung. Max muss aber noch ready drücken. Ja, sonst das, kommen wir nicht das rein. Das war's komplett. Naja, sag den kurz Bescheid. Die Arme. Ja, wie kann man, also wer Eminem nicht kennt. Nein, also ich scheiß nicht auf das Eminem-Event, aber ich bin, also für mich ist so Eminem nettes Extra on top, aber ich bin allgemein aufs Live-Event gespannt. Also ich weiß zwar schon eigentlich, was passiert, aber gut. Hast du mal seine Mucke auch viel gepumpt? Ja, Bro, ne? Natürlich. Mein, damals gibt es noch alte Bilder. Mein ganzes Zimmer war voller Eminem-Poster und jeder Artikel aus jeglicher Bravo-Zeitung, Popcorn hieß, die gibt es auch noch früher, habe ich alles ausgeschnitten an die Wand gehangen. Ich hatte Eminem-Merch, ich habe mir die Haare blond gefärbt. Dieses weiße Unterhemd, was ich immer trage, habe ich von, im Grunde von ihm, weil er damals immer mit weißem Unterhemd unterwegs war. Geil. Also ich war absoluter Eminem-Groupie. Nice. Hab den Typen geliebt. Ich finde auch, der sieht immer noch heute genauso aus wie damals. Also der wird einfach nicht älter. Der ist, ja, glaube ich, doch, doch. Der ist, glaube ich, ein Echsenmensch. Trimax soll mal ready drücken. Chat, schreib mal Trimax bitte in den Chat, er soll ready machen. Aber der liest ja nie den Chat. Na, ist okay. Ansonsten muss ich ihn gleich kicken, weil Leute schreiben jetzt hier 58 Minuten Wartezeit. Dann brauchen wir gar nicht das Live-Event reingehen. Ich glaube, Wartezeit ist bei der Einlog-Warteschlange. Habt ihr 58 Minuten Wartezeit beim Login oder wenn ihr die Lobby sucht? Beim Login, ja, okay. Ich bin schon, hab mich eingeloggt vor 5 Stunden, Digga. Oha. Ja, ja, ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ja, der Ehrenbruder-Chat hat auch gerade gesagt, hallo? Dass ich mich einlogge. Jo, drück mal bitte ready, Max. Warte, komm, wir laden sie nur ein, aber sie sind nur in der Lobby drin, damit wir in einer Lobby sind. Ist cool, ja? Ja, ist cool, klar. Leute machen. Lad die ein. Ich lade sie ein. Frage annehmen, antworten. Wir sind alle zeitgleich das Gleiche. Übertrieben Bock auf das Event, ne? Weißt du, wie ist mir das? Wir sollen ready drücken. Oh, das habe ich noch nie gesehen, wie das dann so raussucht. Nee, das habe ich auch noch nie gesehen. Gruppenkeile, geht bis 20 Leute. Gut. Ja, nicht. Der große Knall und bereit. Man darf nicht zu früh reingehen. Wenn man zu früh in die Lobby reinkommt, könnte da die Zone sein beim Live-Event. Das ist dann ganz hässlich. Nee, das ist so Gruppenkeil. Das ist extra der Modus dafür, Max. Echt? Ja, ja, das ohne extra. Zone? Ja, ja, ohne Zone. Okay, Big Bang heißt der Spielmodus. Da sind gerade 1,8 Millionen Menschen drin. Boah. Das ist krank, oder? Das ist echt krank. Wie viel. Na, die können alle da drin sein, ne? Digga, Fortnite hatte so krank viele Spieler die letzten Tage. Chat, gönn mal eine Nipino-Bombe. Jalla. 1,8 Millionen in einer Playlist. Das ist fett. Also, diese Live-Events, die Fortnite immer gemacht hat, war schon todeskrass immer, ne? Ja. Hundertprozentig, ja. Hat jeder aus der Lobby bereit gedrückt? Ich sehe das nicht. Ja. Spielersuche, warte auf Beginn der Spielersuche, sind alle ready. Ich sehe von dem grauen Skin ganz genau, rechtlich ich auch nicht.
Keine Connection aufbauen. Vorübergehend offline. Oh, oh. Konnte keine Verbindung aufbauen. Versuch's weiter, Monty. Bei mir kommt die Fehlermeldung nicht. Bei mir kam sie. Kurz mute, bis gleich. Ja, vorübergehend offline. Ist deaktiviert. Was ist das für ein Mist? Ne, ist vorübergehend offline. Gruppe, da steht, Gruppe ist zu groß für The Big Bang, Max. Alle beide voll mute. Gruppe ist zu groß, seht ihr das? Nur zu viert? Die kicke ich so eiskalt. Aber wir können es eh nicht hochladen auf Dings, ne? Weiß ich nicht, aber ich muss deine Kollegen rauskicken. Warum? Weil geht nur zu viert. Sicher? Ja, sicher. Oh man. Wie sicher bist du dir? 100%ig sicher. Stand gerade, dass wir zu viele sind. Guck mal, ob es jetzt geht. Ich probiere es, ja. Alle müssen bereit drücken. Glaubst du, kann man auch nicht hochladen, ne? Wegen... Nee, auf keinen Fall. Copyright. Sonst könnte man ja für immer die Songs nehmen. Sind die wieder raus? Ja. Hat nicht funktioniert, probier nochmal. Eigentlich ist maximal 12 Leute im Live-Event. Also bei mir steht, du, Carsten, du musst bereit drücken, genau. Bin ready. Ja, Spelly, nimm halt an. Warten wir kurz ab. Digga, die Leute sind eine Stunde Warteschlange und kommen nicht ins Spiel rein. Die wollen gleich wieder aufsehen. Ja, hab ich auch schon gehört, ja. Wieder Regen, vorübergehend offline. Gruppe konnte keine Verbindung aufbauen. Hm. Was soll das? Bei mir steht das noch nicht. Warte auf Spielbeginn der Spielsuche. Wann gehst du in Mission Impossible rein, Max? Wir können das Spiel auch nicht neu starten. Hä? Wann gehst du in Mission Impossible rein? Ja, muss ich auch noch rein, ne? Du wirst brechen, Digga. Wie schwer ist es? Hast du deine eigene Only-App... Ne, geht nicht. Hast du deine eigene Only-App geschafft? Ja. Wie lange hast du dafür gebraucht? Boah. Dumm lange. Ganz dumm lange. Wie lange waren das? Ich glaube 16 Stunden oder so. Also ich glaube, du wärst dran brechen. Um ehrlich zu sein. Mein Kollege regt sich. Ja, glaube ich auch. Hast du es geschafft? Ich hab's auch noch nicht geschafft, nein. Ich hab's auch noch nicht geschafft. Also einige Leute schreiben. Ah, wir sind drinne, Jungs. Hockt eigentlich Max auch mal Dingensen hier? Hm? Mario Kart? Nee. Da rast nicht aus. Sei doch mal Gast bei uns in der Mario Kart Crew. Nee, ihr seid alles ultimative Sweats. Nein, sind wir nicht. Real Rap. Ich und Master Scorpion fahren mit dem Dreirad. Monte tut auch ab und zu am Steuer vergessen, wo es lang geht. Das stimmt. Der einzige Crackhead bei uns ist Solution. Was soll ich hier machen jetzt? Was ist das? Optimiere dein Erlebnis. Keine Ahnung. Okay, wir sind drinne. Wir sind am Start. Geil. Synchron? Was ist Mixed System 7? Ich hab einfach durchgedrückt. Fertig. Warum sollte das auch asynchron sein? Carsten? Ja? Was denn? Wann geht das los? Wo ist der Komet? Da ist er. Max? Sag noch kurz Bescheid, bis gleich. Warte. Max, komm her. Schnell. Warte. Schnell zu mir. Und ich bin nochmal kurz drüben. Also der Tipp, ne? Dann ist er halt kein Gast in der Mario Kart Crew Chat. Müllladen, Epic. Ja, Digga, auch mal früher einloggen. Monte war einfach ein Fivehead und hat sich einfach schon vor 5 Stunden eingeloggt.
Und du spawnst 15 Minuten vor dem Event und denkst, du kannst dich einloggen. Denkst du, du bist Krösus oder was? Wieder da. Max. Ja? Lass mich nicht hängen, bitte. Wo bist du? Ah, da! Jawohl. Stark. Okay. Also, da, aber das war auch bekannt, dass man mindestens 1,5 bis 2 Stunden vorher im Game sein sollte. Also, das war bekannt. Ja, ist immer, war jedes Event, glaube ich. Ja, oder? Ja. Das war immer, ja. Ey, wenn jetzt ein neuer Song kommt, das wäre so krass, ne? Glaubst du, es kommt ein neuer Song? Jeder Künstler hat bisher einen neuen Song. Aber ich sag, Eminem ist zu krass für einen neuen Song. Das braucht er gar nicht. Doch. Vielleicht auch ein Exklusivsong. Was war dein Lieblingssong von Eminem, Max? Boah, so die Standarddinger sind gut, aber ansonsten finde ich Business sehr geil und Kill You. Kill You ist aber ein ganz alter Song. Von, ja, es war jetzt 1 oder so. Ja, das ist, glaube ich, von der Slim Shady LP oder Marshall Mathers LP. Auf jeden Fall sehr alt. Mhm. Ich mag viele sehr alte Songs von ihm. Aber die neuen sind auch gut. Ich finde alle toll. Also ich finde richtig viele toll. Ich höre auch gerne mal beim Sport einfach ein ganzes Album durch, wo auch Songs drauf sind, die gefühlt keine Downloads haben. Eminem hat schon viele geile Alben, auf jeden Fall, ja. 100%ig. Digga, der ist 51. Das könnte dein Vater sein. Verstehst du das? Ja. Das ist krass. Hm. Na gut, Dr. Dre ist fast 60, ne? Wisst ihr gern mal, wie viel Asche der hat? Ja. Ich glaube, stabil. Digga, dieses Emote, ne? Wieso? Was ist mit Emote? Ich hab das leider nicht. Ich hab es vergessen zu kaufen. Weil das so triggert? Ne, ich find's gut. Ich mach dir hier ein Quiz. Komm mal her. Ja, wenn du mir beantworten kannst, woher der Spray ist, bist du wirklich Fortnite-Pro. Das Spray? Ah. Warte mal. Ich sehe gar nichts. Das ist, entweder Gamescom oder E3. Das müsste E3 sein und das müsste Gamescom sein. Ja, normal. Krass. Warum hast du nie eigene Emotes oder so bekommen, Monte, oder Spray oder so? Ja, du hast keine eigene Skin, Monte. Weil die dunkle Wolke von Frauen sind wie Hunde und ähnliches noch zu sehr über meinem Kopf ist. Belasto. Ja, ist okay. Ich habe ja trotzdem netten Kontakt zu Epic. Und die supporten mich in allem, wie sie können. Hab immer da ein offenes Ohr, hast ja auch gemerkt, Carsten, wegen deinem Account hat sofort geholfen. Aber so jetzt was komplett Eigenes ist halt nicht drin, weil die dunkle Wolke zu sehr über meinen Kopf hängt. Und das ist okay für mich, bin ich vollkommen fein. Ja. Hast du eigentlich noch eine Antwort bekommen wegen dem Original-Elotrix-Namen? Ja, da ist er noch dran. Aber ich glaube, das wird erst, ich habe auch wegen Get On My Level, aber das wird vermutlich erst passieren nach dem neuen Chapter 5. Okay. Reapers hat sogar einen Spray. Weil wir haben ja also... Ehrlich? Wir haben ja trotzdem die Dingens. Wir haben ja sowieso die Namensrechte, aber das ist halt immer die Frage, ob die Firmen das anerkennen, ne? Richtig. Hä, könnte ich mich auch Trimax nennen? Nee. Ja, doch, doch. Natürlich. Du hast doch bestimmt auch den Kontakt von, du weißt schon, fängt mit P an. Ja. Bei mir war das bei League of Legends damals sehr geil. Jemand hatte den Namen geklaut, so wie ich es auf YouTube geschrieben hatte, ne, mit dieser alten Schrift, Monty, weißt du, was ich meine? Ja. Habe ich Riot Games eine E-Mail geschickt, meinen Kanal mitgeschickt, also das Ticket geschickt über meine Riot-ID auch und so. Hab das geschickt hier, meinen YouTube-Kanal, und jemand hat meinen Namen geklaut, könnt ihr da was machen? Paar Tage später logge ich mich ein, Digga. Oh, die haben mich einfach umbenannt. Das ist doch korrekt. Einfach umbenannt haben die mich, Ehrenbruder Riot. Geil. Nicht mal bezahlt. Wie viele Spieler sind im Event drin? 7,5 Millionen, das kann nicht sein. Doch, habe ich eben auch gelesen. What the fuck? 7,5 Millionen? Aber bisher war höchstes 11 Millionen beim Travis Scott Konzert, oder? Das kann gut sein, ja. Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich Fortnite nicht mehr so krass verfolgt. Heute habe ich mit Dings... Boah, ist das ehrenlos, die Dinger abbauen. Mit Stili Brili mal wieder seit langer Zeit ein Video hochgeladen. Die Liebe, die man da von der Community bekommen hat, war schon grandios, Digga, muss ich sagen. Krass. Hä, wo sind wir? Sind wir in der Pre-Lobby? Ja, wir warten ja jetzt hier. Wir warten, bis das Event losgeht. Das ist ein eigener Modus und hier ist ja auch der Timer. War das bei den letzten Events nicht so, Max? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist so lange her, dass ich Event... Das ist
Travis Scott ist doch auch über 2 Jahre her oder sowas, ne? Ich kann die Map nicht öffnen. Mein Chat sagt, Loot Lake ist weg. Loot Lake ist weg? Was ist denn Loot Lake nochmal gewesen? Ich kann auch nicht öffnen. Chat, was war nochmal Loot Lake? Bei Tilted. Das war Loot Lake. Der See. Der ist doch noch da. Geh mal gucken. Man kann die Map nicht. Ach, die Insel ist weg. Ja, die schwebende Insel, logisch. Die war ja auch drüber, Chat. Ihr habt recht, die ist weg. Weinst du gleich wieder? Aber, nee, aber das ist doch der Komet. Stille Treppe, aber. Chat, ist der Komet nicht Loot Lake? Ja, der Komet ist Loot Lake, ja. Welcher Komet ist Loot Lake? Was laberst du? Über Loot Lake ist doch der Komet, Bro. Der Würfel. Der Würfel, ja, ist doch... Sollen wir mal... Inhaltlich noch was ganz anderes. Kevin, der Würfel ist auch daran in den See gefallen. Geschätztes Vermögen Eminem, 210 Millionen. Lacher. Ist echt nicht so krass dafür, dass er halt so lange dabei war. Ja, aber geschätztes Vermögen stimmt halt eigentlich meistens hinten und vorne nicht. Ja, aber glaubst du, der hat damals so krass verdient mit Slim Shady? Also schon krass, aber natürlich, nicht... Natürlich, der hat... Ja, ja, aber nicht zu vergleichen wie heute. Doch, Bro. Damals war es der größte Rapper aller Zeiten, bis verdienst du mehr als im Jahr 2000. Naja, damals haben die Tonträger keine noch gekauft. Deals, genau, keine nein, nein, Social aber Media, damals haben die Leute mehr Geld verkauft. Guck mal, du musst doch so das sehen, ja? Max. Wenn du heute ein Album droppst bei Spotify, du verdienst 0,001 Cent pro 1000 oder pro Stream oder sowas. Ja, damals, Eminem wurde doch auch bestimmt von seinem Plattenbesitzer da abgezogen oder sowas, vom Label und so. Ja, nicht jeder lässt sich Jahr abziehen. Im Jahr 2000, der war ein Kind. Also er hat definitiv, denke ich, mit Tonträgern damals mehr Geld verdient, wenn er ein Album released hat, als heute, würde ich sagen. Das stimmt. 100%ig, weil... Aber nicht, wenn er jetzt irgendwie, anstatt im Jahr 2000 bekannt zu werden, wird er im Jahr 2023 bekannt und kriegt erstmal fett irgendwie einen Nike-Deal und ja, die ganze Scheiße. Ja, wir reden jetzt ja nur über Tonträger, Digga. Ja, nur Tonträger kann sein. Und du kommst ja auch aus so fast einer Generation und du weißt selber, was für ein Highlight das damals war, wenn man in sein Musikgeschäft des Vertrauens gegangen ist und wirklich noch die CD aufgemacht hat und nicht nur sich die CD betrachtet hat, sondern auch das Artbook, glaube ich, hieß das, aufgemacht hat und geguckt hat, was steht da drin, sind da Merch-Seiten, wo man bestellen kann. Das war noch eine ganz, ganz andere Zeit, herrliche Zeit. Ja. Da hat eine CD noch eine ganz andere Bedeutung gehabt und damals hat eine CD jetzt, ne, wenn man 20 Euro oder 30 D-Mark gekostet, was weiß ich. Ja gut, da war ich noch nicht im Game drin. Wie alt bist du jetzt, Max? Du bist auch schon über 30. 29 bin ich. Ah, okay. Wann wärst du 30? Nächstes Jahr im August. Bruder, ich sag dir ehrlich, ab 30 wird alles scheiße. Wieso das denn? Ab 30 wird alles scheiße. Ja, Carsten, auch mal die Schere heben. Weißt doch selber. Nein. Carsten, wie alt bist du? 31. Und geil. Ab 30 krass, beginnt die Midlife-Crisis. Wie alt wir alle werden. Wie nice. Nein, deine vielleicht. Ja, also ich bin nicht aus Deutschland weggezogen. Ne? Also ich bin in der Blüte meiner Jugend, Digga. Mir geht's gut. Das sag ich mir auch schon die ganze Zeit. Man ist nur so alt, ohne wie man Haare. Sich fühlt. Willst du die Frisur stehen lassen, Max? Nee, Ende Januar, Haartransplantation mit Spendi. Jungs, ihr könnt bei Loot Lake könnt ihr ins Rift springen. Also die Kugel ist ein Rift. Dann könnt ihr auf den Kometen fliegen. Ich bin auf dem Kometen drauf. Gut. Niemand anderes ist hier. Revi hat heute Geburtstag. Revi wird heute 31, Bullshit. Stimmt das? Nicht gratulieren, sag ich. Geil alt. Ist so. Sebastian würde ich gratulieren, aber Revi nicht. Ihr beide kommt auch zum Winter-Event, ne? Ja. Geil. Das wird cool. Das wird echt geil. Ich war da noch nie, deswegen freue ich mich drauf. Ich wollte alle plus eins hier mitbringen, irgendwie Chef Strobel, Umatra. Chef Strobel hat selber eine Einladung. Und mein Bruder. Umatra und sie haben alle eine Einladung bekommen. Ja, klar, super chillig. Alle eine Einladung bekommen. Ja, geil, Alter. Wenn Chef Strobel kommt, komme ich nicht. Doch, doch, die haben alle eine Einladung bekommen. Dieses Schweigen. Die können auch Snowboard fahren oder Skifahren. Das haben wir nie mit dir gemacht. Das ist geil. Ich glaube, ich komme gar nicht so weit, Carsten. Doch, doch. Ich habe es easy geschafft. Müsst du doch auch schaffen. Oh, doch. Ja, ich habe es auch easy geschafft. Komm auch, Max. Geil. Oh. Oh, nein. Doch, oh, ich dachte doch, schon, doch. Das wäre es jetzt gewesen. Ist sogar unten so eine kleine Höhle, wo man langsam. So fühle ich mich immer, wenn ich in deine Mutter eintauche. Ungefähr so, wie ich hier gerade rumlaufe. Ja, scheiß drauf. Ja, bei deiner, die ist Bruder, auch so warum ausgeleiert. Du meine Mutter jetzt? Die ist auch so ausgeleiert, dass also immer, als bin ob ich eine Salami in den Hausflur Ich bin werfe. Nicht auch ausgeleiert Ruhe gegangen. Ruhe hinten auf den billigen Plätzen. Ich bin nicht Sonst auch bist ausgeleiert du beim nächsten Event wieder alleine. Ja, denke ich mir auch manchmal, ist besser. Ja, besser so. Ist. Bin auf dem Komet.
Podcast. Ja. Was denn? Aber sagst ich hab die, Plan, Bruder, ich Digga. Hab die Emotes, ich hab nichts geändert, guck, was ich hier noch hab. Digga, ich hab noch so alte Emotes drin, ne? Was sagst du schon? Ich geb auch kein Geld mehr aus an diesen Skill-Based Matchmaking-verseuchten Games. Das sieht so scheiße aus. Das sieht so scheiße aus, Digga. Max, mach mit. Mach irgendwas Musikalisches. Okay. Monte, 10 Jahre Freundschaft. Ich liebe dich. Echt, dich auch. Also, wenn ich dran denke, wie viel Trimax in den Mobile Games ausgegeben hat, ja, kommen mir mal dick die Tränen. Hier. Ja, gut. Über so viele Jahre. Kannst du ja auch absetzen. Stimmt. Ich hätte gern diesen einen Dance, wo so vom Oktoberfest war, wo der so ganz niedrig tanzt. Wisst ihr, was ich meine? Und so klatscht dabei. Ja, der ist, ich weiß, welchen du meinst. Den habe ich auch. Kann man irgendwie googeln, wie die Skins heißen, diese Tänze? Ja, der ist das nicht. Nein, der ist so richtig provokant. Kasa-Schock, sagt mein Chat. Kasa-Schock. Montes sucht ihn. Und auf Deutsch Kasa-Schock oder? Wahrscheinlich. War es ein Russentanz-Chat? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, welchen du meinst. Ja, doch, jetzt weiß ich, welchen du meinst. Oh. Den habe ich hundertprozentig. Den muss Lada, ich zu der Zeit. Oh, warte, die Moves! Wo ist denn der Scheiß jetzt? Mann, wo ist der Scheiß-Dance? Ich habe so viele Scheiß-Dances. Nee. Den meinst du hier? Ja! Warte, lass ihn mal laufen. Hör mal auf, Trimax, dass deine Musik nicht nervt. Hör mal auf. Psst. Warte. Nein, nochmal. Ja, der ist so ein Tilter. Das ist der Beste. Ja, das ist so provokant! Imagine, das macht er, wenn er dich 1 gegen 1 weggemacht hat im Late Game, Bruder. Ich würde so in den Monitor boxen. Das war auch einer meiner absoluten Lieblingsdances damals. Hundertprozentig, ja. Und welchen ich auch immer sehr geliebt habe, wenn du was Geiles gemacht hast, den hier. Aber. Wo ist denn der andere? Der. Oh, ich habe ihn geliebt. Find die Mods Favoriten. Das ist so gut. Was habe ich hier noch für einen Schrott? Ach, Digga, Fortnite ist einfach Liebe. Wird immer Liebe bleiben, Chat. Oh, warte mal. Nee, doch nicht. Oh, das war die Zeit, wo die ganzen süchtigen Kids einen langsam weggeschossen haben und haben sie immer den fucking Dab gemacht. Der Dab, ja, hundertprozentig. Das ist deine Mom, wenn sie mir wieder den Arsch präsentiert, Monte. Was soll das heißen? Hast du oben hier Kitzler in der Hand, oder was? Nein, geht darum, dass der Arsch geshakt wird. So fühle ich mich immer, wenn mir deine Mutter einen bläst. Oha, Digga, hast du aber ganz schön das langes Rohr. Ich bewerte mal dein Rohr. Dünn, aber lang. Oh Gott. Eine 4, aber 4 steht für Lifestyle. Bei mir ist eine 1. Schummel nicht. Nein, komm, bei mir war wirklich eine 1. Jetzt eine 2. Oh, deine Mutter will aus dem Keller. Piss dich, Bitch. Max sagt wieder gar nichts. Doch. Ich guck, ob ich Emotes habe, aber ich. Was ich ist denn. Viele. Ist es. Monte, ist das in Schulnoten? Das nee, das Ding, 1 was bis 10. 1 bis 10. Okay, dann halt mal bitte hoch. Wie glücksspielsüchtig bist du? Das ist so. So Scam! Was hat er bei dir angezeigt? Eine 3. Und bei dir? Bei mir eine 9, Digga. So eine Scheiße. Bei mir war einfach eine 3. Warum haben wir denn unterschiedliche Ergebnisse? Das ist ja das dumm. Das weiß ich nicht. Ist ein bisschen dulli, ja. Boah, gab es auch viele Scheiß-Emotes in der Zeit. Ja, safe. Hundertprozentig, ja. What the fuck? Kommt denn der Ring her? Aus meinem Arsch. What the fuck? Da ist aber viel Platz, Bruder. Ich find's einfach geil.
Ich find's so geil, dass wir einfach auf dem Kometen stehen und keiner der anderen Eierköpfe ist hier. Die Frage ist, geht hier das Live-Event oder wo geht das Live-Event? Weil eigentlich ist es voll dulli, weil der Timer war in Dusty. Ich glaube, wir sind die Idioten. Ja, wir müssen da auch wieder hin. Ja, wir müssen da wieder hin. Aber das da bleiben wir. Wir haben ja noch ein paar Minuten, oder? Drei oder Minuten, ich werde langsam hingehen. Carsten, macht so, als wenn wir den Five-Head-Modus gemacht haben, dabei sind wir eigentlich, glaube ich, die Idioten. Ja, die denken sich ganz dumm, sie stehen auf dem Kamin. Lol. Wie geil, ach, bevor man an Sturzschaden stirbt, wird man einfach geportet. Hier ist nämlich die Action. Sicher, dass das so ist? Ja, hier über uns ist doch genau der Timer auch. Da, wo der Timer ist, ist die Action, sagst du? Ja, 100% macht Sinn, oder? Also ich denke, von hier hat man die beste Sicht dann, ne? Eine Minute noch. Auch schlau, dass die Ressourcen beschränkt sind, dass die Leute nicht wie die Irren bauen. Ja. Das nicht leckt. Five-Head von Epic. What? Eine Minute, ich bin das erste Mal, by the way, beim Live-Event dabei. Schon das habe ich immer nur in den Streams geschaut. Ja, ich hatte Fortnite gequittet. Sekunden, geil. Ich hatte Fortnite gequittet. Okay, reichen wir uns die Hand. Lieber Livestream-Chat von Elotrix und von Trimax, aber auch von meiner Wenigkeit. It's time to say goodbye to OG Fortnite. Aber, habt ihr Twitter aber schon gesehen? Aber 24 ja. Kommt nochmal OG. Nächstes Jahr kommt nochmal wieder, geil. Richtig und richtig. Da freue ich mich richtig drauf, weil das war so geil. Ich habe so viel Fortnite gespielt. Ah! Hä? Oh mein Gott, ich hatte einen Giga-Freeze. Ich dachte Game-Crash. Ich auch, Digga, Bruder. 10 Sekunden stand. Es geht los, Chat. 6, 5, kann ich auch. 4. Let's Mann, dieses go. Scheiß ab mit dem Bauer. Let's go. Ich komm zu euch rüber. No. Oh, es ist so hardcore. Die stehen auf der Rakete. Ist das smart? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was nein, passiert, wo? Ich bin im Loch. Die Rakete startet. Ah, die Rakete, die Rakete. Max ist da irgendwo im Himmel am Fliegen, Digga. Die Rakete hat mich weggeballert. Rakete startet, geil, kennt man schon. Ist das ein Fisch? War das ein Nussknacker? Ja, da war ein Nussknacker. Wie damals knallt immer wieder mit diesem Rift, als die Rifts entstanden sind. Cool. Oha, oha. Jetzt geht's los. Infinity Ammo Glitch. Krank, der Kubit ist reingeflogen. Der ist schon episch. Oh, über uns. Ja, ja. Ihr könnt mit L2 fokussieren. Ja, weiß ich. L2. Ui. Oh, wie das aussieht. Der saut. Oh, Lasershow Monte! Mission Impossible! Oh, wow! Geil! Oh mein Gott! Das ist doch genau wie damals, oder nicht? Auch mit den Lasern und so. Ja, ja. Ist ähnlich auf jeden Fall. So ganz in Erinnerung habe ich es nicht mehr. Ja, ja. Digga, ich bin das erste Mal live dabei! Oh, X! Habt ihr auch so ein Minispiel? Ja, ja, aber scheiß halt eigentlich drauf. Oh! Wow! Ja, das sieht schon krass aus. Das ist heftig gemacht. Vor allem alles in-game, ne? Ja. Boah, ich bin out of map, Mann! Time to say goodbye. OG. Nein, der Busch.
Boah, ich werde lang gemacht. Black Hole. 14 Tage schwarzes Loch. So lange wohl nicht, ne? Ich hab Bus gesagt, nicht Busch. Oh, weiter geht's. Geht what the fuck, ne? Bruder? What the fuck? Bei Drogen genommen? Haben wir noch Fortnite? Oh, Lami! Fall Guys! Fall Guys, geil. Ach, das Saxophon! Ja. Oh, was ist das denn? Lego? Lego League! Und am Anfang war Musik League im Übrigen, Music League mäßig. Lego League. Eminem. Hey, da bist du. Hey, da sind wir ja. Moin. Wie geil, dass man auch so dann zusammen. Oh, geil, Alter, Digga. Was? So geil. Holy shit. Digga, what? Wir sind Lego. Ja. Haben wir jetzt eine Lego-Season? Digga, was geht ab? So geil. So nice. Es ist alles Lego? Jo. Aber wir landen nicht, wir schweben hier lang. Ihr könnt immer noch fokussieren drücken. Ja. Was kämpfen die da? Din, 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 din. Boah, ist das riesig. Oi. Ey, wie geil ist das denn? Mann. Digga, ist das noch Fortnite? Das ist noch Fortnite, ja. Ich shit-talk nie wieder Epic Games. Ich liebe sie. Aha, oh? Max, das kommt dir ein bisschen bekannt vor alles, oder? Digga, holy shit. Weißt du, an was mich das erinnert? Ja? An Minecraft. Ja, extrem. Ja. Digga, wie krass, was geht denn ab? War das jetzt nur ein Leak? War das jetzt nur ein Leak, ja, war oder nur ein war Leak. Das? Ach du Scheiße. War nur ein Leak, hat nichts mit der. Oh, was haben wir da? Autos? Noch ein Leak? Auto? Das war. Sag schnell. Rocket. Rocket. Rocket Leak. Rocket, Rocket League, ja. Leak. Ja, ja. Digga, noch ein Leak? Also. Irgendwas mit Musik kommt in Fortnite, Lego kommt in Fortnite und Rocket League kommt in Fortnite, beziehungsweise in Autorennen. Ist das krank? Chat, so schnell! Zieht die Brillen auf. Imagine Man hat jetzt einen Crash. Oh! Ich kann fahren? Kann ich fahren? Nee. Nein, kann ich selber? Driften. Also, das ist schon. Also, wir bekommen hier gerade nicht eine Sache. Das sind die Autos von Rocket League, aber es ist ein Rennen. Genau, genau, ja. Also, wir bekommen vermutlich nicht eine neue Sache, sondern wir bekommen gleich, laut jetzt den Sachen, drei neue Sachen. Das ist krass. Ultra geil. Ist ultra heftig. Jetzt kommt die Musik. Vielleicht pro League eine Season, schreibt jemand bei mir. Das halte ich für.
sehr. Oh, oh, oh! Jetzt geht's richtig los. Oh Gott, ist das geil. Digga, ich bin doch noch die ganze Zeit der Eminem-Skin. Wer ist das? Geiler Skin. Juice. Da ist voll viel rausgeschnitten, der darf nicht fluchen. Ja. Das Game ist ab 6, Bruder. Ab 12. Echt? Ich glaub schon, ja. Hab alles verstanden, was er gesagt hat. Aber theoretisch gesehen müsste noch eine Live-Performance kommen, oder nicht? Max? Müsste? Weiß ich nicht. Das ist halt Eminem, ich kann mir das nicht vorstellen. Oh, es ist unfassbar schön gemacht. Echt geil. Ja. Oh Gott, sieht das schön aus. Oder Jungs? Wunderschön, ja. Unfassbar. Oh, was jetzt? Und 4 Minuten schweben wir jetzt hier rum. Eine Minute steht bei mir, bei euch? Bei mir steht 4 Minuten. 4:30 bei mir. Bei mir eine Minute. Hä? Echt jetzt? Dann ist vielleicht... Sieht unfassbar schön aus. Also aber was ist denn das jetzt? Das da rechts ist nochmal Lego. Hier links, was ist vorne links? Wo ist rechts Lego? Stimmt, Lego. Dann haben wir die Map unten. Und das andere kann ich nicht erkennen. Fortnite? Ich kann auch nicht fliegen oder so. Das dahinter ist Rocket League. Stimmt, ja. Fortnite, Lego, Rocket League. Musik sieht man hier gerade nicht. Das sind die verschiedenen Universen. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an... Also es wird vermutlich mehrere Dinge gleichzeitig geben in Fortnite selber, oder? Ja. Also so ein bisschen wie... Das ist, glaube ich, auch nicht der Leak für die Season, auf keinen Fall. Habt ihr den neuen Season-Trailer schon gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja, habe ich. Davon haben wir hier noch gar nichts gesehen. Also wisst ihr, an was mich das gerade ein bisschen erinnert? Es ist jetzt nicht nur Fortnite, aber ich kann rausgehen. Das war's, glaube ich. Nein, das 3 Minuten. Beenden steht bei mir unten links. Und dann? Weiß ich nicht. Also es wird wohl mehrere Modis auf einmal geben... In Fortnite. Und das erinnert mich so ein bisschen an, du hast es, glaube ich, mehr gespielt als ich, an Roblox. Ein Spiel, aber ganz viele aber Elemente. Beende nicht. Lass drin bleiben. Hier steht jetzt 2:20 unten links. Ich kann beenden. Beende aber nicht, bitte. Weil hier ist 2:50. Boah. Chat, als ob 25 Millionen Spieler gerade in Game sind. Echt? Nein, das ist viel zu viel. Ja, das ist, glaube ich, Rekord. Ich weiß nicht, wie viel ich sagen darf und wie viel nicht. Ich habe auch ein bisschen Hintergrundinformationen. Aber es wird auf jeden Fall extremst viel passieren. Und gerade das, was mit Lego wird, ob es jetzt erfolgreich sein wird oder nicht, aber das, was mit Lego passiert, ist nicht nur Fortnite, also nicht nur Battle Royale. Das wird schon krass was Neues auf jeden Fall, ja? Es wird richtig krass. Plus noch das Chapter 5, was ja geleakt worden ist vom Gameplay-Trailer. Hast du es gesehen, Carsten? Ja. Mit extra Waffen-Attachments. Laser hat man gesehen, Magazinerweiterung, Holovisier, also ne,
verschiedene Griffe schafft, verschiedene richtig. Läufe, so wie in Blackout, Warzone. Genau, oder richtig. Also ich glaube, da würde Looten mehr, noch mehr Spaß genau, machen. Richtig, ja. Ich glaube, ich bin leider ab morgen für ein paar Tage nicht da, aber ich werde auf jeden Fall so, ich freue mich sehr auf die neue Season. Sehr sogar. Was eigentlich mit Warzone, Digga? Kommt ja auch am 5., ne? Ja. Am 6. Ja. Stimmt. Viel zu zocken jetzt auch erstmal. Schade, dass ich nicht hier rumfliegen kann. Das geht nicht. Oder eine Minute. Was ist denn für, Max, was ist denn für die Leute, die jetzt nicht reingekommen sind? Wird das Event nochmal wiederholt heute? Ja. Noch zweimal wiederholt, ja. Also Chat, wenn ihr jetzt nicht reingekommen seid, könnt ihr es trotzdem euch noch anschauen. Auf süß. Ja, aber das war das Eminem-Konzert, das war's. Das waren zwei Songs, ne? Ja, das war ein bisschen mau. Godzilla und Lose Yourself, immer ein bisschen kurz geskippt. Ja. Den Double-Time-Part von Eminem am Ende, das war's. Also kein neuer Song. Ich muss sagen, der technisch Part... Technisch hätte ich mehr erwartet. Ja, ja, finde ich auch, ja. Aber eins muss man, ich glaube, da stimmst du mir zu, Max. Carsten ist ja nicht so in der Zeit am Start gewesen. Eins muss man aber Fortnite lassen. Fortnite hat, was den Spielemarkt angeht, auch nochmal einen ganz anderen Maßstab gesetzt, was Live-Events / Updates angeht. Auch Kooperation, ne? Hat kein anderes Game. Vor fünf Jahren hat man sich gefreut, wenn man alle drei Monate in Call of Duty ein DLC-Update bekommen hat, beziehungsweise kaufen konnte. Und in Fortnite kommt gefühlt alle zwei Monate ein neues Chapter oder alle drei Monate ein neues Chapter und massig Content während der Season. Also Fortnite hat echt viel richtig gemacht. Und auch wenn man nicht jedes Update mag, ist es trotzdem krass, wie viele Updates sie bringen. Und neue Waffen und neue Items und. 100%. Plus... Was man den einfach auch lassen muss, also das Timing. Ist jetzt bald, ich gebe nur mal als doofes Beispiel, keine Eigenwerbung jetzt, Jungs. Wie mit meiner Mission Impossible Map. Die war schon vor einem halben Jahr gefühlt fertig oder vor einigen Monaten, aber das Timing hat nicht gepasst, um sie rauszubringen. Und das ist auch so wie mit der OG-Map. Ich finde, Fortnite hat genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst, bewusst oder unbewusst, wo sie die OG-Map rausgehauen haben. Hätten sie wo wenig im Multiplayer los war, ne? Genau, richtig. Auch bei uns Creatoren war ein Content-Loch. Also die in diesen Spielen... Oh, ich fliege jetzt raus, glaube ich. Geänderte kann nur beenden drücken. Bei mir steht auch nur beenden. Bei mir steht geänderter Verbindungsstatus. Ah, das geht wieder weg. Ich bleibe aber trotzdem drin. Aber also, ich glaube, glaubt ihr, passiert jetzt noch was? Nee, das war's. Das war's. Okay. Bildformat. Fortnite ist schon lange nicht mehr das, was es war. Wäre auch irgendwo, Max Hayes, ein bisschen traurig, wenn Fortnite immer noch das wäre, was es vor 4 Jahren war. Menschlich bist du ja auch nicht das, was du vor 4 Jahren warst. Alles entwickelt sich weiter. Du, Max, ich, Elotrix, jedes Spiel, was über mehrere Jahre auf dem Markt passieren muss, muss sich weiterentwickeln, muss anders werden. Digga, hab ich einen Spielabsturz? Nee. Hast du diese Verbindungsänderung? Max? Ist abgestürzt. Ja? Ach so. Was soll das denn? Was ist bei euch? Ja, ich hänge noch in der Lobby. Ich gehe jetzt raus. Beenden. Und dann schauen wir mal. Flashbang bei mir? Das ist doch schlecht. Aber so in einem komischen Format Flashbang? Ja. Ich bin wieder in der Lobby. Danach ist er mir abgestürzt. So, und wer hätte es gedacht... Man kann weiterhin, das kann ja nicht sein, kann ich weiterhin Zero Build OG bauen, die OG-Map? Naja, ich, bei mir ist nichts. Ja, ich komme nicht mal mehr in den Epic Games Launcher rein, ist ja alles down. Ich bin drinne. Warte mal, kann ich jetzt noch Zero Build, ich probiere es mal ganz kurz. Ich bin ausgelockt. Ich denke, bei mir hat sich das Game auch geschlossen. Ich glaube. Ah, warte. War das jetzt Teil von dem Event-Chat oder war es ein Crash? Ich kann mich jetzt hier auf jeden Fall mit Lego anmelden. Wie krass. Also, wenn ich mich jetzt nochmal einloggen muss, dann dauert es ja auch 100 Jahre bei mir, ne? Ja, ich kann mich hier mit meinen Lego-Daten einloggen, das ist neu. League. Jetzt kommt Phoebe rein. Will ich verarschen oder was? Also meines Wissensstands nach, so wurde mir von Epic gesagt, man kann jetzt nur Creative Maps zocken.
Deine Anfrage konnte nicht abgeschlossen werden. Versuche später erneut. Ich kann mich nicht mehr anmelden. Die Server glühen wahrscheinlich. Einloggen nicht möglich. Ich kann mich auch nicht anmelden. Die Anfrage konnte nicht abgeschlossen werden. Versuche später erneut. Ich komme da nicht mal in Epic Games rein. Ja, ich krieg meinen Launcher gerade auch nicht mehr auf. Ah, doch, ich krieg ihn auf. So, also, down. Nur für eure Zuschauer und für meine Zuschauer und für eure Zuschauer und meine Zuschauer. Oh. Das Event, der große Knall, wird um 23 Uhr MEZ und am nächsten Tag um 5 Uhr MEZ zurück sein. Also wiederholt, ne? Genau, also für euch wird das Event um 23 Uhr und um 5 Uhr morgens nochmal wiederholt. Also Chat, habt ihr gehört, heute 23 Uhr und morgen 5 Uhr früh habt ihr nochmal die Chance, es live anzuschauen, wenn ihr wollt. Ich glaube nicht, dass man spielen kann. Also ich habe die Info bekommen, dass man nicht mehr spielen kann und nur Creative Map spielen kann. Ich komme ja nicht mal rein. Mein Launcher öffnet sich nicht mehr. Ich habe meinen Launcher geöffnet, aber ich kann mich nicht anmelden. Server überlastet. Ja, aber auch zum Live-Event. Weil, keine Ahnung, 15 Millionen Leuten gerade. Geil, dass wir das Event überhaupt schauen können. Max, gib dem Event eine Note 1 bis 6. 1 beste, 6 als Schulnote. Boah, dass da noch 3 verschiedene Modi reinkommen. Nur dem Event, nicht was noch kommt. Nur das Event als solches. Nur Event, so. Mhm. Man hat halt Sachen von damals genommen, die Rocket und so und den Würfel, alles von damals. Und Eminems Auftritt war sehr, sehr mager. Ja, nur das Live-Event, vielleicht eine 6 von 10? 1 bis 6 Schulnote, bitte. Okay, dann eine 4 Minus sogar, nehme ich sogar nochmal. Carsten? Ich möchte eine 4 Minus sein. Ja, ich fand das Event geil, war mein erstes. Aber ich glaube, es gab krassere Events, was ich so gesehen habe. Mit Ariane Grande und so. Ariane Grande. Ich würde sagen, eine 3. Eine 3, okay. Also ich würde dem Event auch eine schwache 4 geben, eigentlich fast, ja. Also es war cool, man hat das zum Gucken gehabt, aber gerade auch der Eminem-Auftritt, war wirklich Arschritze. Also sorry, der ganze Lego-Teil war schon krank. Safe, ja. Wir machen mal ganz kurze Umfrage, lieber Leistung im Chat. Emote Only raus. Hot Words activated. Ihr könnt jetzt abstimmen, welche Schulnote 1 bis 6 würdet ihr dem Event geben? Oh, ich habe Emote Only gemacht. Ja, moin. Was machen wir denn jetzt noch? In der Nase popeln. Ja. Schreibt in den Chat eine Zahl, 1 bis 6 Schulnote. Was würdet ihr dem Event geben? Ich kann mich nicht anmelden, ich raste hart aus. Ja, Bro, der Client ist halt down, ne? Gerade will sich jeder einloggen. Entspann dich. Ja, aber das wissen die doch. Bruder, das ist halt, irgendwann ist es einfach nicht mehr möglich, weißt du, ich meine? Server-Dingensen bereitzustellen. Epic Games down. Okay, also die Schulnote 4 überwiegt. Ich sehe. Also ich fand es trotzdem nicht schlecht. Ja, war geiler Content, so ist es nicht, aber man hätte gerade der Eminem-Auftritt, wenn das irgendwie mit einem neuen Song oder ein bisschen länger oder. Ein neuer Song wäre Kracher gewesen. Dann würde ich auch eher zu einer 3 das oder. Das allererste Mal, dass ein Künstler einen Live-Auftritt hatte oder einen Auftritt hatte und kein neuer Song kam. Ja. Das allererste Mal, schade. Sehr schade, ja. Okay, also Note 4 auch eurerseits. Note 3 als zweites. Es waren in dem Modus drinne knapp 12 Millionen Leute. 11.365.923 Leute. Könnte Rekord sein. Millionen. Ich glaube, 11 Millionen war Rekord bei Travis Scott Konzert. Bro, mit 51 Jahren macht man keinen neuen Song mehr, außer man ist Helge Schneider. Okay, gut. Ey! Na klar, wir hätten noch einen Song machen können. Ey, Max, da musst du was sagen, verteidigen. Ja, ist doch gut. Bruder, Helge Schneider ist eine fucking Legende. Ja, ist doch auch gut, einen neuen Song zu machen. Digga, Otto Walkes macht gefühlt mit 89 noch einen neuen Song. Kein Disrespekt gegen Helge Schneider. Helge Schneider ist ein absolutes Urgestein. Auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt Eminem und Helge Schneider nicht auf eine Ebene tun. Wer ist Helge Schneider? Der hat den Song, vielleicht kennst du den, Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Kennst du das nicht? Nee, kenn ich nicht tatsächlich. Ja, vielleicht ist die Musik da. Du bist 31 und kennst Helge Schneider nicht? Ja, also das finde ich auch ein bisschen peinlich, sag ich ehrlich. Bro, man kann nicht alles kennen und nicht jeden kennen. Max, ne?
Wenn es auf der Welt nicht so viele Zehnjährige gäbe, würde dich auch keine Sau kennen. Also laber mir nicht von der Seite voll. Ja, gut. Oh, aber wie talkt er mit dir, Digga? Aber Helge Schneider, Alter, ist so crazy. Lässt dir das gefallen, Alter, Max, wie der gerade mit dir ist doch so hat? Die. Das ist doch so die. Das, nee, das Max ignoriert den Front. Ja, ich wollte ein bisschen nachtreten, aber Max lässt sich nicht drauf ein. Der lässt sich einfach nicht provozieren. Gar nichts da. Ich habe gerade 37 Mal versucht, mich einzuloggen. 2 Wochen Timeout. Bei mir ist der Client auch down, Chat. Also, ich würde empfehlen, wartet ein bisschen, loggt euch vielleicht so 22 Uhr nochmal ein. Wenn nicht, stellt euch Wecker und macht's heute Nacht. Also wie gesagt, liebe Zuschauer, um 23 Uhr und 5 Uhr morgens ist das Event nochmal in der Wiederholung. Ich kann Monte, jetzt du hast viele Zuschauer, drück mal bitte Werbung. Nee, ich habe noch nicht einmal Werbung gedrückt jetzt. Und mache ich auch nicht. Nee, fühle ich nicht, jetzt Werbung zu drücken. Das ist so ein Carsten-Move. Oha, was für Carsten-Move. Du hättest schon in dem Event 10-mal Werbung gedrückt. Digga, so oft wie du deinen Creator-Code beworben hast, Digga. Ja, aber mit dem Creator-Code schade ich ja niemanden. Mit der Werbung schade ich den Leuten, ja, dass sie mir jetzt nicht zuhören Spaß, können. Entspannt. Ich beiß mir den Arsch. Damals krasseste Share the Love-Event, wo das voll auf dem Peak war. Ich habe nie Werbung für einen Creator-Code gemacht. Soll ich dir sagen, was ich an dem Tag gemacht habe, Max? Na? Ich müsste nochmal schauen, aber ich bin der Meinung, 60 oder 80 Scheine. Scheiße. Aber Ninja zockt, by the way. Also, ja, ich kann auch zocken, ich bin drinne. Ja, ich nicht. Mann, wieso ich denn nicht? Bei mir ist klein. Die Anfrage konnte nicht abgeschlossen werden. Versuche es später erneut. Ich habe immer wieder neu gestartet. Ich lade dich mal kurz ein, Max. Monte, man kann jetzt Bits Launcher anpingen. Wusstest du das? Bits anpingen? Ja. Nee, wusste ich nicht. Wenn ich könnte, würde ich Bits ausstellen. Wirklich? Ja, ich finde die scheiße. Okay. Also nicht scheiße im Sinne von so, aber ich finde die einfach, wenn es nach mir gehen würde, wenn es die Möglichkeit geben würde, gibt es ja aber nicht, würde ich einfach nur Subskifts und normale Subscription einstellen. Wenn die Fehler, wenn du kommst, drück mal auf Abbrechen. Okay. Max, lass eine Runde zocken. Gerne. Kommst du? Nein. Wieso nicht? Anmelden oder registrieren nicht möglich. Hm. Dann kann das gerne auch ohne Launcher starten. Das probiere ich. Geht nicht. Aber lieber Livestream-Chat, man kann nur Ranked zocken, richtig? Zero-Bit Ranked und Battle Royale normal halt, ne? Wie viel hat Stuttgart eigentlich gespielt? Liam, wie viel hat Stuttgart gespielt? 2-0. Die Hurensöhne. Ja, Jungs, ich würde mich dann verabschieden. Easiness. Ich komme ja nicht mehr rein in den Client. War geil. Ich bin gespannt auf die. Wann bist denn du wieder da, Monty, wegen Warzone und so zocken? Ich bin da Dienstag wieder. Okay. Wir sehen uns ja spätestens bei dem Event wieder. Ah! Easiness. Dann lass dir gut auf gehen. Auf Event habe ich sehr Bock, das wird geil. Ja, danke auf jeden euch Fall. Auch. Das wird richtig gut. Max, cool, dass du am Start warst. Ja, geil. Sehr cool, dass ihr auch dabei wart. Jo. Bis dann, Jungs. Ich gehe auch wieder weg, ne? Ich komme nicht rein, ich bin gebrochen. Lasst euch gut gehen, Jungs. Ciao, ciao. Ja, ciao. Schönen Abend euch. Ciao, 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 ciao. So, wie kann ich jetzt hier auswählen, dass ich Solo spielen will? Wie war denn das nochmal? Ah, hier, Solo. Also, wir können, glaube ich, zocken, oder? Oh, ich würde so gerne das Video noch schnell hochklatschen, Alter. Ist nicht ein Cutter von Crew und Kevin da, Alter? Direkt mal kurze Sprachnachricht reinposten. Crew. Jo, kann irgendjemand von euren Jungs eventuell das Live-Event für spontaner Black cutten und irgendwie so ein Thumbnail noch auf Camfarino machen und das hochladen, theoretisch gesehen? Oder mir bei Dropbox? Das würde ich ja schon gerne als Easy Upload einfach hochladen noch, ne? Weil morgen früh um 10 Uhr kommt Mario Kart für euch. Also bleibt OG Zero Build. Nein, also wird rausgehen. Wird rausgehen. Hundertprozentig wird es rausgehen. Die OG-Map bleibt nicht. Hundertprozentig nicht. Nein, nicht rausgehen. Du wirst direkt rausgeschmissen. Ja, siehst du ja hier, ne? Wie gut das funktioniert mit rausschmeißen.
Copyright, ja, den Part von Eminem muten dann, ne? Oder komplett rausschneiden. Die kommen nächstes Jahr wieder. Ja, ich habe den Leak schon gesehen von Fortnite, dass wohl 2024 OG wiederkommen soll. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Morgen kommt, glaube ich, das Update. Bis jetzt hat sich nichts geändert an der Map. Null. Gar nichts. Also unterm Strich muss ich sagen, war das Event eher enttäuschend. Oh, Lama. Also unterm Strich war es eher eine Enttäuschung. Das Eminem-Event war low. Man hat jetzt nichts Neues. Klar, die neuen Sachen kommen noch, aber... ja, keine Ahnung. War so Moisty-Meier. Wo ist der Wichser? Oh. Guter Loot. Guter Loot. Für Helmut. Irgendwo ist hier aber noch ein Gegner auf jeden Fall. Gut. Oh, ich habe Schritte ausgestellt. Das ist natürlich doof jetzt. Das muss ich gleich nochmal einstellen. Einer. Easiness. Gut. Okay. Noch ein Jiggy Jagger Juku Jackson. Okay. Ja, eigentlich Kills wären schön jetzt. Oh, Jetpack. Na komm. Wir gucken, ob wir irgendwo noch Kills machen können. Also das Event selber. Ja, ich bin. Bin mal gespannt, bin mal sehr gespannt, was dann mit dem Chapter 5 am Start ist. Okay, da ist ein Gegner. Oh Gott. Du hast ja gar nichts gehabt, Digga. Das war Onkel Bob, der hat sich so aufs Live-Event gefreut. Ist so enttäuscht, weil er nichts gesehen hat und wird jetzt auch noch in den Lobbys durchgereicht. Der Arme. Radio aus. Also ich suche mir die Lobbys nicht aus. Das ist direkt eine Lobby nach dem Live-Event. Was soll ich da machen, Alter? Also entweder ist hier wirklich das reine Paradies für Familienväter gerade. Aber gut, es werden auch saumäßig viele schlechte Spieler gerade spielen, weil bei knapp 12 Millionen Spielern hat sich auch der ein oder andere Familien-Bobvater verehrt. Was ich per se relativ sympathisch finde, um ehrlich zu sein. Da oben ist ein Gegner. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin One-Shot gefühlt.
war dumm von mir. Ne, erstmal nachladen. Erstmal nachladen, habe ich gelernt. Sehr gut. Okay. Okay. Fandest du das Live-Event gut? Ich hatte es eben schon gesagt, das Live-Event war Schulnote 4 von, ja, eine 4 würde ich dem Ding geben. Es war okay, aber es hat jetzt nicht so diesen Moment hinterlassen, dieses so, wow, krass. Die Sachen, die da angekündigt worden sind, haben den Eindruck bei mir hinterlassen. War doch noch ein Gegner, oder? Hinter dem Baum. Also ich suche mir die Lobbys hier nicht aus, ne? Ich suche mir die mit Waffeldoktor. Ich suche mir die Lobbys nicht aus. Ihr habt es eben gerade gesehen. Der Gegner, der da geriftet ist, gegrabbelt ist, war echt. Ob das jetzt ein echter Gegner war oder nicht, das wage ich stark zu bezweifeln. Und ich spiele hier im Übrigen mit meinem Hauptaccount, ne? Das möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen. Mit meinem normalen OG-Hauptaccount. Die Bots, die nehme ich mit. Mit Kusshand. Oder die Familienväter. Joachim und Günther sind übelst abgefuckt. Okay. Haben wir irgendwo noch einen Gegner? Da, das Lama könnte ich eigentlich mir auch nochmal grabben, oder? Also, das habe ich schon wieder ganz vergessen, dass da ein Lami war. Lul. Oh Gotti. Also das ist jetzt ja Quatsch hier. Ein Mini. Also das war Quatschloot. So, ist hier vielleicht noch irgendwo ein Gegner? Ne, scheint nicht so. Ich würde aber gerne noch ein paar Kills machen. Rift, auch schön. Blaue. Na, ich habe eine Lila, ne? Lul. Okay. Hä? Steps? Wo waren die Steps? Hä? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Wo sind die Steps? Hä? Wir wurden hier doch gerade Steps angezeigt. Irgendwo ist hier ein Gegner und es fuckt mich ab, dass er wieder irgendwo abkämpft. Im Baum über mir, meint ihr, der war im Baum? Stimmt, macht Sinn, ja. Oh mein Gott, Shotty the Body. Digga, was macht der denn mit... Danke, Chat, allwissender Chat. Hat der so nur Verstecken gespielt oder was? Eine Folge mit Chili aufgenommen gerade oder was? Digga. Was hat er gemacht? Wir sind irgendwo noch Gegner. Da ist einer gerade gestorben. Oh Gott. Oh mein Gott, der hat mir aber einen dicken Hit Baba gegeben.
Der hat mir ganz guten Damage gegeben, der Fettsack. Okay, oben lag noch ein Medikit, ne? Ja, scheiß drauf, ich hole mir jetzt erstmal ein Bigness ab. Minis. Ja, das ist aber auch eigentlich ganz attraktiv, der Sampa Mampa. Okay, gut. Nehmen Gesundheit mit. Ich habe doch 6 Minis, mein Süßen. Was machst du wieder? Suchen und Verstecken haben wir gestern gerade erst gemacht, Diggi. Okay. 23 Leute noch am Leben. Full Life wieder, das ist super. Ich glaube, wir gehen wieder zum Motorrad. Damit sind wir eigentlich ganz gut mobil. Wo ich das Ding dann hingefahren hier, ne? Oh, warte mal. Digga. Okay, ne, ich hab genug. Zone kommt. Man könnte noch irgendjemanden, der vielleicht jetzt gerade reinmoved, überraschen. Sterben mir zu viele Leute und ich sehe niemanden. Das nervt mich ein bisschen. Wir fahren hier mal den Zone-Rand ab und gucken mal, ob wir noch irgendeinen Gegner treffen. Ne. Kein Gegner in Sicht. Scheiße. Was mach ich denn hier, Alter? Warum sehe ich keine Gegner? Ich meine, ich fahre hier offensiv durch die Gegend. Wir fahren zum Loot Drop. Was mache ich? Goldene Scully Bob Marleys, goldene Scully Bob Marleys. Mülltonne, richtige Mülltonne. Wo sind die Gegner, Digga? Das kann auch wohl jetzt nicht sein. Also mehr offensiv kann ich nicht durch die Gegend fahren. Keiner schießt auf mich. Niemand macht einen Mucks. Hier ist ein Gegner. Rechts wurde auch noch auf ihn geschossen. Da. Den Scheiß jetzt erstmal. RPG-Hit. Glück gehabt. Die nehme ich mir sofort hier. 3, 2, 1, 2, 1. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hab ich einen dicken Ficker. Einen dicken Shot abbekommen. Bitte kein Auge, 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 bitte kein Auge. Wo hat die Drecksau geschossen auf mich? Hinter mir ist ein Gegner, aber es ist Blaumütze, glaube ich. Also ich glaube, das ist ein... Oh Gott. Bitte sei ein ganz schlechter Gegner. Bitte einfach ein Bot mit gutem Loot. Ja, ist ein Bot. Oder halt Onkel Jürgen am Würgen. Ja, okay. Also, wichtig und richtig. Was machen wir?
Bitte niemand Auge machen. Niemand Auge. Kein Auge. Kein Auge. Kein Auge. Zero Auge. Kein Auge. Allerbesten Jutzen Dank. Kein Auge. Irgendjemand hat eben auch noch auf mich geschossen. Von der Seite. Das Einzige, was mir gerade nicht so gefällt, dass ich kein Auto habe oder ähnliches. Mobilität wäre, also Mobilität habe ich, aber ein bisschen mehr so mit dem Auto durch die Gegend fahren ist noch ganz cool. Richtig. Keine Sniper, niemand der Auge schmeißt. Gut. Okay. Keine Steps hier. Alles ist nachgeladen. Okay, dann gehen wir mal. Kein Fallschaden. Gehen wir mal zum Loot Drop. Goldene Skali Bob Marley, schallgedämpft. Oh mein Gott. Oh ja, muss ich. Geht nicht anders. Ey! Von wo? Wo ist mein Busch hin? Wer macht Auge? Wo ist mein Busch hin? Hä? Was soll das? RPG ist aber... Was? RPG oder goldene Barrett? Ist jetzt hier die Frage. Goldene RPG... RPG oder... Barrett? Nee, Chat, ich weiß nicht, Chat. RPG ist jetzt gerade stark, aber so... Close... Ist RPG stärker, ne? Für Close Combat ist RPG stärker, Digga. Ja, ich nehme RPG, scheiß drauf. Tut mir leid, Chat. Da war doch gerade vor mir einer, oder? Oh mein Gott, wo kommst du her, mein Junge? Digga, warum falle ich runter? Wichtig! Ganz wichtig hier! Für Selbstbewusstsein! Nachladen. Goldene Spaß. Ich bin überfordert. Sohn kommt. Verfickt nochmal. Wir machen es so. 100%. Bitte ist hier kein Gegner, der Auge macht. Alles kurz noch einmal nachladen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was eine Kacke. Kein Gegner mit Auge. Kein Blut. Doch, hier. Warte, ganz wichtig hier gerade. Der Fisch, ganz wichtig. Ach, da. Ach, wahrscheinlich Fisch. Oh mein Gott, von wo? Von wo? Von wo hat er Auge gemacht? Die Drecksau. Von wo hat er geschossen? Ich brauche den Loot von ihm. Ich brauche den Loot von ihm, es geht nicht anders.
Von wo hat der Wichser geschossen? Egal. Er hat keinen He-Stuff. Ich hate my life, Digga. Er hat nichts. Null. Schwanz hat er. Ich brauche unbedingt Heal-Stuff, Bro. Ganz auf ganz schneller Welle. Irgendwo ein Bigness. Irgendwas. Irgendwas, komm. Gut. Schaffe ich das noch? Zwei Leute noch. Sohn kommt. Beeil dich! Timing. Irgendwo noch ein Bigness. Zwei Gegner noch. Bin hardcore angespannt. Bin wirklich hardcore angespannt. Hardcore angespannt. Ganz hart angespannt. Kann ihn nicht treffen, weil der Baum dazwischen ist. Ich treffe ihn nicht. Überhaupt nicht. Aber ich rutsche hier wieder runter. Er ist geriftet. Oh mein Gott, wo kommt's her? Wo? Ach, Digga. Ja, GG ist in den Chat. Wo kommen die beiden Gegner auf einmal wieder her? Ja, kannst du nicht sehen. Schade, Marmelade. Ich habe den Gegner oben überhaupt nicht gesehen. Mir wurden auch sein erster Kill. Ja, egal. Mir wurden auch keine Steps angezeigt oder sonstiges. Schade, Marmelade, Digga. Schlecht, Eddie Bra. Permaban für dich. Du machst ein Kill die Runde. Was willst du mir erzählen? Scheiße, Mann. Wandi mit 2 Euro, ey Monte, ich liebe deine Videos, du bist der Beste. Danke dir, mein allerbester Jutster. Ist Crowy da? Nee, ne? Crowy, könntest du theoretisch gesehen Video schneiden? Gegen Geld? Schnell? Also wirklich schnell? Könnte ich? Dann schneid bitte so schnell wie möglich. Es muss nicht viel mit Musik unterlegt sein, gar nichts. Schneid einfach schnell von dem Event hier. Von dem Moment, wo ich mit Trimax und Carsten in die Lobby gegangen bin, bis zum Ende, wo ich rausgegangen bin, ein Video zusammen, den Eminem-Part wegen Musik rauslassen oder muten und kurz einblenden, gemutet oder ähnliches wegen Copyright-Musik und im Idealfall noch irgendein Aufkrampf Samtnerino. 1-2 Stunden maximal, dass es vor 22 Uhr live geht. Kriegst du das hin? Ich try. Nee, ich try brauche ich nicht, Digga. Also nicht nur abgehoben. Ich try brauche ich nicht. Es muss. Ansonsten versuche ich noch jemand anderen zu suchen. Okay, ich gehe rein. Danke dir, Crow. Ich gebe dir 500 Euro. Deine leicht verdiensten 500 Euro. Aber ich brauche auch einen Thumbnail, Bro, was entsprechend aussieht, wie ähnlich wie meins.
Okay. Ich gehe ganz kurz pissen, ich bin gleich wieder da. Ich brauche halt Dings, das Material aus dem Stream. Master Excel, kannst du ihm das schicken? Ich schalte es frei. Okay, gut. Easy. Bis gleich. So, rein theoretisch gesehen könnten wir auch noch eine Runde Monte sagt spielen jetzt. Master Exe schreibt mir gerade, Sprachnachrichten. Master Exe, ich habe jetzt keine Zeit, Sprachnachrichten zu hören, Bro, im Stream. Ist wichtig, Master Exe? Also stimmt, die Leute kommen teilweise nicht rein, das macht Sinn, ja? Ne, dann spielen wir so weiter, komm, scheiß drauf. Killer Babe, danke dir für 5 gegiftete Subs und Sarah Cotta mit 10 gegifteten Subs, allerbesten Jutzen Dank. Wandi mit 2 Euro, ey Monte, ich liebe deine Videos, bist der Beste, danke dir. Praudinger mit dem 2er Monte, kommt heute noch was anderes außer Fortnite. Marlon mit 5 gegifteten und Fruit Haze mit 10 gegiften, allerbesten Jutzen Dank, sehr korrekt. Nee, Chat, ich habe auch wirklich keine Ahnung, wann die Server jetzt genau offline gehen und so, das weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Rosettenkasper mit 5 gegifteten Subs, dankeschön. Crowy, läuft alles? Er ist dran, okay. Spiel doch wieder deine Map. Ja, ich zocke jetzt noch ein, zwei Runden. Ich werde nicht so lange live sein. Chat, Kylo ist da, Kollege ist noch da. Ich bin nur für euch live gekommen, fürs Live-Event. Auf entspannter Rino. So, gucken wir mal, wie die Runden laufen. Wir gehen tilted runter, würde ich sagen. 120k Peak-Zuschauer war krass. Ich hab meine Zuschauerzahlen gar nicht offen, Bro. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Wirklich nicht. Ein paar Leute haben es in den Chat reingeschrieben, aber es ist mir egal.
Also nicht egal im Sinne, dass ich undankbar bin, aber ihr wisst, meine Zuschauerzahlen haben keinen Einfluss darauf, was ich im Stream mache oder wie ich unterhalte. Aber Dankeschön trotzdem, für, dass ihr da wart. Na ja, super, hier ist ja nichts. Digga, ist das nervig, Junge. Und jetzt? Digga, ja, tiltet war jetzt vielleicht, ja, dance mal eine Runde, Digga. So tanzt deine Mutter auch immer, nachdem ich ihr die Muschi geleckt habe, Kappi. Pretty Ghosty mit 5 gegifteten Subs und Yannick auch mit 5 gegifteten Subs. Benny Psycho mit einem gegifteten Sub, allerbesten Jutz, Dank, korrekt. So, läuft alles. Digga, das Video mit Shilio mir ist heute wirklich ultimativ krass abgegangen, Digga, das ist... verrückt. Sehr viel Liebe haben wir bekommen auf das Video. Ich guck gerade mal am Handy ein bisschen. Geiles Video. Ich habe es selber auch angeguckt. Es hat auch sehr viel OG-Feeling bei mir herbeigerufen, ja. Hat richtig Laune gemacht, das Video sich reinzugucken, finde ich. Oh, die Runde startet schon, okay. Muss noch schauen, ja, musst du noch machen. Und ihr müsst auch die Mission Impossible spielen, Chat. Ich zeige euch die leider nochmal für die Leute, die sie nicht kennen. Heute breche ich Rekord in der Map. Das Einzige, was du brichst, ist wieder dein Schreibtisch, Digga. Wie jetzt vor ein paar Tagen, Bilal, als du dein komplettes Equipment geschrottet hast. Piss doch, ihr scheiß Stream-Sniper. Das war doch nicht meins. Na ja, klar. Ich geh das hier runter. Die Map mache ich in 5 Minuten. Das Einzige, was du in 5 Minuten machst, ist deiner Frau es dreimal zu besorgen. Ist doch gut, nur würde ich nicht sagen. Oh Gott. Ich glaube, hier kommt ein wenig was runter, was auch den Vornamen Stream Sniper Sohn trägt. Scheiß Ding hat ja nur so wenig Munition, Alter. Ah, das war, glaube ich, aber auch ein Stream Sniper, oder? Ja, also, erste Runde hat Spaß gemacht. Jetzt macht das keinen Spaß mehr, aber ich werde einmal noch. Spiel suchen, ohne die Lobby zu zeigen. Wenn die Runden jetzt so weiterlaufen, auch voller Stream-Sniper ist, dann habe ich auch keine Lust, online zu spielen. Eine Runde probiere ich noch so. Geiler Song. Bei meiner Frau dauert es 2 Minuten. Ja, ist doch okay, Digga. Pretty Ghosty, danke dir für 5. Montes Arsch mit einem 2er Bro, rasier mich mal wieder. Der Urwald ist crazy. Deine Mutter ist crazy. Mm-mm-mm.
Dania, das Event war eine 4 von, also eine 4 zu Schulzeugnis. Frauen lieben diesen Song, ja, ich weiß. Frauen lieben alle The Weeknd. Pretty Ghosty, danke dir für 10 und Don Marlon mit 2. Max mit dem 10er, danke für die Ablenkung. Meine Oma liegt aktuell im künstlichen Koma und es schaut nicht gut aus. Bin bei ihr aufgewachsen, es geht mir sehr nah. Ich wünsche dir nur das Beste und viel Gesundheit für deine Oma, Bro. Viel Kraft in so einer schweren Zeit. Guter Song. So. Okay, das war's mit Weeknd jetzt. So, und gehen wir nochmal eine Runde rein. Oh. Schauen wir mal, was jetzt geht. Ja, geht gleich weiter mit der Musik. Spacey, ey, danke dir für die 5 geschlabberten Schlaps. Welcher Hurensohn schießt da schon wieder auf mich? Piss dich, komm runter. Komm auf Augenhöhe. Dann werde ich dich ficken, was du brauchst. Komm her, Bitch. Grob unsportlich. Na komm mal her hier, Kollege. Du Nuttensohn da oben auf deinem Berg, komm mal hoch von, runter von deinem hohen Ross. Der kleine nervige Fotzenkopf da oben, Alter. Geht er mir auf den Sack. So ein Hurensohn. Am Stream snipen, die dumme Drecksau. Wette, refound. So ein Stück Scheiße, Digga. Schmeißt da die ganze Zeit die Granaten hin und so. Also offensichtlich kannst du nicht Stream snipen. So, also für die Leute, die es noch nicht wussten, die legendäre Mission Impossible. Aktuell wenig Spieler drauf, weil niemand kommt rein. Aber das ist meine Map. Und eventuell solltet ihr mal auskundschaften, ob ihr diese Map auch selber bestreiten könnt. Spacey, wie gesagt, danke dir nochmal für die gegifteten Subs. So. Oh, schöner Song, aber ein bisschen traurig. So, oh, falsche Dings. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, außersehen. Außersehen den Emote gepostet. Lul. Kannst du schon sagen, wie viel du wieder mit der Map gemacht hast? Nein, ich sehe die Einnahmen der Map einen Monat später erst. Mm-mm-mm-mm.
So. Ja, wieso bin ich jetzt da reingegangen, Digga, hä? Sind die Server gerade spielbar? Na, die Frage ist, ob du überhaupt in die Map reinkommst. Das ist die Frage, ob du überhaupt in die Map reinkommst, weil aktuell, also sind sehr viele Leute rausgeflogen aus dem Spiel. Denkst du, 100.000 sind realistisch? Ich habe keine Vergleichswerte, was so eine Map bei mir eingebracht hat, denn ich habe noch nie so eine Map rausgebracht. Deswegen kann ich nicht sagen, okay, das bringt die Map ein, das bringt sie nicht ein. Ich werde es dann sehen, wenn es soweit ist, Bro. Ich mache mir da jetzt ehrlicherweise keinen so einen großen Stress. Jan, danke dir für 20 gegiftete Sabarinos. Sehr, sehr korrekt von dir. Allerbesten jutzen Dank. Ich hole mir mal ganz schnell einen Eistee. Aber nur Stuttgart-Sieg war, glaube ich, auch eine 1,60er-Quote, ne? Stuttgart-Sieg war schon eine 1,60er-Quote. Sicher? Okay. Ah, ne, Leverkusen hat morgen eine 1,60er. Oh. Reason hat mal gemeint, mit durchschnittlich 200 Spielern auf der Map ca. 10k im Monat. Ich hatte meinen Ansprechpartner bei Epic auch gefragt, aber er konnte mir auch keine Antwort geben, weil es macht natürlich auch einen Unterschied, ob du 10.000 Spieler im Durchschnitt, sagen wir jetzt mal, am Tag auf deiner Map hast, während keine heftige Season am Start ist, oder ob du 10.000 Spieler auf deiner Map hast, während sowieso schon Millionen Leute jeden Tag aktiv spielen. Also ich weiß nicht, welche Faktoren da reinspielen, dass du mehr Geld verdienst. Wie gesagt, meine Motivation dahinter war natürlich im Idealfall auch ein bisschen Geld zu verdienen. Beziehungsweise meine Hoffnung war dahinter natürlich auch ein bisschen Geld mit der Map zu verdienen. Wenn ich am Ende mit plus minus null rausgehe, dann bin ich auch schon cool. Dann bin ich auch schon cool. Jeder erzählt dir so ein bisschen was anderes, wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen ist mir das eigentlich relativ, also... Ich warte einfach ab. Und dann werde ich es ja sehen. Gegen Elend gespielt, oder was? Danach Urus Performante, sage ich. Naja, Digga. Die Wartezeit auf das Auto ist auch übelst lang. Und ich muss ja auch ehrlicherweise sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinem GLS. Also sehr, sehr zufrieden. Klar, Urus ist halt Urus, aber ich mag mein GLS sehr, sehr, also sehr.
Also wirklich sehr. GLS Bravo ist auch sehr schön, ja. Das Problem ist bloß, dass du direkt von Brabus keine Autos mieten kannst, also leasen kannst. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit meinem GLS und hatte jetzt nicht vor, mir ein neues Auto in nächster Zeit zu kaufen oder zu leasen. Hier war noch gerade Shots, Digga, ich hab's doch gerade gehört. Oh, hier waren gerade Shots. Die wurden mir doch sogar angezeigt. Hä? Jetzt sind die vor mir? Oh Gott. Was machen die da? Ich treffe wieder nix. Also M4 auf Entfernung. Das ist bei mir wirklich komplett Moisty Meier, Digga. Digga, steht hier Oleg gegen Bolleg, oder was? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, die Lobbys manchmal. Müll-Aim, ja, ja, also ich müsste da in den Settings mal wirklich was umstellen. Mein Aim mit der M4 auf Entfernung ist wirklich Katastrophe. Wirklich Katastrophe. Also da bin ich, stimme ich euch zu. Das ist wirklich Katastrophe. Also Katastrophe. Gegner, der zum Loot Drop will. Skadi Bob Marley Gold. Bitch. Kein Gegner in Sicht. Ist ja ganz merkwürdig. Obwohl hier... Wir können runter in die Stadt gehen und darauf hoffen, dass wir nochmal was Gutes bekommen in Form vielleicht von Ascali. Was haben wir hier? Oh! Ey! Hä? Oh Gott! Malakai 96, Digga, oh Gott. Bob, der Baumeister. Oh, was haben wir hier? Schwere Schlurrutflinte, ne, die ist Mülltonne. Bot-Lobby. Bro, ich suche mir die Lobbys nicht aus. Ich spiele hier mit meinem OG-Account und mache keine Tricks für Lobbys oder sowas. Verstehst? Wenn ich so eine Lobby bekomme, nehme ich die dankbar entgegen. Hab aber auch genug Lobbys. Wo ich weggeölt werde. Die Mischung macht's und ich finde die Mischung gerade aktuell relativ angenehm. Davon jetzt abgesehen spiele ich glaube ich sogar Ranked, wenn mich nicht alles täuscht. Oh Gott, aber hier, also, würdest du den Gegner leben lassen? Weißt du, wie ich meine? Würdest du jetzt so mit dem Bot versuchen, so Liebe? Ne, ich glaub nicht, oder? Du würdest natürlich auch den Bot töten, ist ja klar. Weißt du, wie ich meine? Was erwartet ihr von mir?
Also was erwartet ihr? Was denkt ihr, was ich hier mache? Was machen Sachen? Was machen Sachen? Haben wir hier noch irgendeinen schweben oder? Nee, ne? Ne. Haben wir nicht. Nach Minis voll. Na, guter Call, danke dir. Mobiles. Golfcar oder so eine Scheiße. Motorrad. Digga, es sind einfach nur noch 12 Leute am Leben, hä? Denn allein mit dem 10er, deine Meinung dazu, dass nach dem Event keine große Neuerung kam, die großen Erneuerung oder die große Neuerung kommt ja morgen, right? Ja, kann ich mit leben. Also finde ich jetzt, muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir ab heute direkt das Chapter 5 spielen können. Also das habe ich nicht erwartet. Ich hätte von dem Live-Event als solches einfach ein bisschen mehr erwartet. Aber ich habe mich trotzdem unterhalten gefühlt, so ist es nicht. Aber ich fand die Unterhaltung ein wenig zu gering. Gerade das Eminem-Konzert fand ich so semi. Wieso macht er mir mehr Schaden mit der Schrotflinte? Ich habe ihn doch gut getroffen. Also eigentlich habe ich gut getroffen. Wegen Aim? Ich habe jeden Schuss getroffen mit der Schrotflinte, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Bei der Waffe gedrückt halten. Ja, das habe ich nicht gemacht, das stimmt. Wie weit ist Chloe? Weiß ich nicht. Chloe? Er macht Thumbnail, okay. Hab abonniert, ja, super, danke dir. Allerbesten Jutzen Dank. So, nach der Runde ziehe ich durch, Chat. Kylo ist hier, Kollege ist noch hier, wir gehen noch spazieren. Morgen und über, also die nächsten 2 oder 3 Tage bin ich nicht live. Ich bin unterwegs. Ein paar Tage hab was zu tun. Geht nicht anders. Das heißt, geht nicht anders. Ist halt so. Lul. Muss ich mich auch nicht für rechtfertigen, ist ja klar. Guter Loot, theoretisch gesehen. 12 Schuss ist ein bisschen nervig. Richtig.
Ganz wichtig. Game Sound. Sorry, mein Fehler. Digga, diese verfickte Kletteranimation. Habt ihr es gesehen, Digga? Oh Gott, ey. Diese automatische Kletteranimation. Fuckt ab. Egal, ey, Chat. Ich mache einen Schuh. Ich hoffe, ich konnte euch den Abend trotzdem ein wenig versüßen, auch wenn wir nur kurz online waren. Aber ich hatte es ja von Anfang an angekündigt. Gönnt euch die Mission Impossible, wenn ihr Lust und Zeit habt, übers Wochenende noch. Geht rüber zu... Oh, wir gönnen heute mal Crowy den Host, sag ich. Gönnt Crowy den Host, der schneidet gerade für mich das Video. In dem Sinne, macht euch ein stabiles Wochenende. Kuss, 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 wieder schon reingehauen. Bye.